Kennt ihr das, wenn so Leute immer krass viel Glück haben, die es nicht verdienen? Ja, Jonas. Elon Musk, nein. Elon Musk. Also ich habe am Wochenende jemanden getroffen auf einer Party und ich habe mich mit ihm unterhalten. Und er hat erzählt, dass er mal im Adlon gearbeitet hat, in Berlin. Im Hotel? Ja, in Berlin. Und dann hat er einer sehr berühmten Person geholfen, weil die hatte ihren Fuß gebrochen. Und dann hat er... Moment, oder vorher? Nee, also durch ihn. Vorher, also irgendwie hatte die Person einen Gips und er hat dann dieser Person die Treppe hochgeholfen, hat mit ihr kurz geschnackt und so weiter und hat dann im Nachhinein erst erfahren, dass es eine extrem berühmte Person ist, weil ne, dieser Typ, Henrik heißt der, kurze Shoutout, wusste, also kennt nicht sich so gut aus mit Schauspielern und Schauspielerinnen, ist ja auch nicht schlimm, aber er hat das erzählt und hat dann erst erzählt, wer diese Person ist und jetzt könnt ihr mal raten. Wir müssen das jetzt raten, wer es ist. Es ist eine sehr berühmte Person. Der war im Adlon in Berlin, vielleicht für irgendeine Pressetour. Wer hat sich den Fuß gebrochen? War es Jennifer Lawrence? Es war nicht Jennifer Lawrence. Aber älter, jünger? Jünger und es hat auch mit Serien zu tun, weil wir halt einen großen Serie-Podcast haben. Stimmt, das hast du schon vorher gesagt, das hätte ich bedenken können. Wer ist denn mit Serie gerade am Start? Das ist schon ein bisschen her. Ich kann auch. Okay. Aber ist es Phoebe Waller-Bridge? Nee. Nein. Nee, aber auf jeden Fall bei mir auf einer Ebene. Auf einer Ebene? Ja, ja. Oh. Tina Fey. Nee, ich dachte, du sagst jetzt so Tine Wittler. Tine Wittler war es. Weil das ja auf jeden Fall war. In vier Wänden. Okay, soll ich sagen? Ja, sag's. Es ist Emilia Clarke gewesen. Oh, Emilia Clarke. Und dann hat er gesagt, ja, das ist doch diese eine da von dieser riesigen großen Serie, die mit den Drachen. Und ich war so, ich musste mich 20 halt mich Minuten fest. Bei diesem Gespräch erholen. Ja. Danach hat er dann auch noch andere Leute aufgezählt. Brad Pitt, Arnold Schwarzenegger, diese Person hat er alle getroffen. Und ich habe das Gefühl, also es tut mir leid, Henrik, aber ich habe das Gefühl, du konntest das nicht so wertschätzen wie alle anderen, die diese Personen kennen und war lieben. Das? Ja. Ich bin da aber auch immer so, es sind Menschen. Ja, genau. Klar, das stimmt. Und es ist ja auch besser, er hat es selber gesagt, wenn du dann nicht so krass Fanboys oder Girls und die Person auch wirklich normal behandelt und so weiter. Und Hattet ihr denn so einen Star-Moment schon mal? Habt ihr schon mal jemanden? Also jetzt klar, nicht beruflich, du hast Samuel Jackson getroffen zum Beispiel. Aber habt ihr. Also so zufällig, random, irgendwo, meinst du? Nee. Ich hatte immer, wenn ich geflogen bin, ich war einmal da bin ich von London zurückgeflogen und im gleichen Flieger waren die Sugar Babes. Geil. Die standen bei mir in der Reihe. Die Originalbesetzung, drei hinter mir. Und irgendwann bin ich im Flughafen aus Kur gegangen. Auf einmal geht die Tür auf und es kommt Guido Westerwelle rein. Aber jetzt verstorben, aber Guido Westerwelle. Ich muss gerade kurz nochmal überlegen, wer ist Guido Westerwelle? Ich hatte so FDP. In so Schauspielerinnen gedacht. Nein, okay. Politiker, aber. Ja, erinnere ich mich. Jetzt begraben in Möge er in Frieden ruhen in Köln-Lindenthal, auf dem Melaten-Friedhof. Genau. Ja. Und ich habe mal deswegen, nämlich zu seinem Begräbnis, konnte ich aus dem Fenster in einer früheren Wohnung, habe ich Angela Merkel gesehen. Mit sehr viel Polizeischutz und so. Habe ich auch mal gesehen, die lief über die Gamescom und eine alte Kollegin von uns lief mit ihr, weil die zufällig für die Betreuung zu war und winkte mir so zu mir so, okay, ja. Cool. Aber ey, es ist, ich habe eine Redewendung gehört, die ist Englisch, weiß gar nicht, ob die auf Deutsch funktioniert, aber die geht so im Sinne von, auch die Königin von England hat einmal die Woche Kacke an der Hand. So was. Das sind auch Menschen. Ich glaube nicht, also. Bitte? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass in frühen Zeiten, dass Leute zuständig waren, dieses Geschäft zu für erleben. Königinnen, ja. Okay. Aber ja, es sind im Endeffekt nicht. Auch Traumjob. Ja, gut, ja. Aber eigentlich. Du hast es schon ein bisschen angeteasert, wir reden heute über Serien, aber erstmal, wer sind wir eigentlich? Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper. Lenny. Und Marius. Wir reden heute tatsächlich über die 10 besten Serien dieses Jahrhunderts, nämlich ein großes Portal, eins der größten Portale über Filme, Magazin genau, hat die 10 besten Serien gewählt und die 50 besten, wir reden ein bisschen darüber und ein bisschen detaillierter über die Top 10. Außerdem haben wir natürlich die Kinostarts, da haben wir einen Monumentarfilm
über einen Franzosen, wir reden über eine Serie, die eigentlich ein Film ist und eine Reality-Serie startet, die eigentlich eine mörderische Erfolgsserie ist. Außerdem haben wir noch Television Strikes Back und Alper hat ein Spiel gespielt, über das er auch gerne berichten will. Unter anderem. Mal gucken, wie es läuft. ja, die Sache ist, Hollywood Reporter ist keine kleine Zeitschrift. Ja. Die gibt es schon seit 1930, seit fast 100 Jahren. Eines der größten Magazine, wenn es um die Filmwelt geht, vergleichbar mit Variety zum Beispiel, ähnlich groß, würde ich mal so persönlich einfach mal so daher behaupten. Von daher ist das wirklich eine große, prestigeträchtige Zeitschrift. Und die hat jetzt eine Top 50 veröffentlicht online mit den besten Serien des laufenden Jahrhunderts. Also bisher, ne? Bisher. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Also 77 Jahre. Ja, genau, ja. Bisher haben sie auch explizit gesagt. Ja. Also wer jetzt nicht noch 77 Jahre warten will, bis diese Liste mal komplettiert ist, für den gibt es jetzt schon dieses kleine Schmankerl. Und diese Liste wurde gemischt aufgenommen und so einige Entscheidungen auf dieser Liste haben mich auch dazu gebracht zu sagen, hä? Ja. Wie, was, warum? Dazu kommen wir genau jetzt, denn ich kann schon mal, wir möchten heute über die Top 10 dieser Liste sprechen, über die wirklich 10 besten Serien der letzten 23 Jahre des 21. Jahrhunderts und Überraschung, diese Liste wird erstmal eingeführt, die Top 50, mit dem 50. Platz mit Sex and the City. Ich meine, der Cultural Impact dieser Serie ist natürlich außen vor. Ich glaube, das spielte auch in diese Liste mit rein, über die Qualität der Serien ist ist dann natürlich auch nur ein Aspekt. Mhm. Wahrscheinlich, so habe ich das zumindest interpretiert. Aber ja, Sex and the City ist auf 50 und logischer Nachfolger auf die 50 ist dann Platz 49 mit Avatar. Last Airbender, ja. Nee, da würde ich vehement nicht übereinstimmen mit. Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, erstmal vorweg, ich finde es auch extrem schwer, so eine 50-Ranking-Liste zu erstellen. Ich weiß ja gar nicht, wer da involviert war, ob das jetzt eine Person war, wisst ihr das? Nee. Oder mehrere, ob das ein Team war. Ich habe schon. Nee, das war ein Team. Das waren die Hollywood Reporter Critics. So heißt es auch die, der Einführungstext von diesem gesamten Artikel. Sie schreiben halt auch, dass sie über mehrere Monate diverse Online-Meetings hatten, ganz viele E-Mails geschrieben haben und Excel-Tabellen. Excel-Tabellen. Wir kennen das von unseren eigenen Auswertungen, wenn wir hier zum Beispiel, wir werden Ende des Jahres halt auch wieder so eine beste Serie, beste Filme auch machen. Das sprechen wir auch sehr lang drüber. Genau, und da haben wir auch Excel-Tabellen. Ja. Da haben wir auch Filme, bei denen wir sehr unterschiedlicher Meinung sind. Wir haben Filme wie Skin of a Ring, die bei zwei Personen auf der Top-Liste ist und bei einer Person auf der Flop-Liste. Und das kommt ja auch immer darauf an, ob man es gesehen hat oder nicht. Ja. Und das erklärt für mich einige Plätze, weil ich finde, das wirkt manchmal so, es gibt so Serien, die, glaube ich, sehr oft so mittelmäßig bewertet werden, aber dann haben die trotzdem so eine ganz gute so Gesamtpunktzahl vielleicht. Und dann gibt es Serien, die eher die Gemüter spalten und so weiter. Aber wir werden das aber ja auch sehen. Auch also hier steckt Comedy, Drama, Reality, Late-Night-Show, steckt alles hier in dieser Liste mit drin. Ja. Von daher, das zu vergleichen, ist eh irgendwie Quatsch. Ich mache einfach mal weiter. Auf der 41 ist das recht neue Beef, das ja auch bei uns im Team als eine sehr gute Serie gefeiert wurde. Auf der 38 ist Band of Brothers. Die zweite Weltkriegsserie von produziert von Steven Spielberg. Auf 35 ist Craig Mazins Tschernobyl. Hätte ich höher erwartet, muss ich sagen. Ja, nö, ich finde das da genau richtig. Ah, ich weiß nicht. Weil ich finde, also was also im Vergleich, was dann noch so kommt, und da sind so ein paar, also keine Reality-Serie, sowas so. Also, keine Frage. Natürlich persönliche Meinung, ne? Ja. Auch genreabhängig. Ja. Aber ich hätte es auch gefühlsmäßig irgendwie unter der 20 geschätzt. Ja. Gut, kann ich auch nachvollziehen. Aber dann auf der 31 zum Beispiel auch Fleabag. Und wir haben ja auch einen riesen Fleabag-Fan hier sitzen mit Xenia. Ist wirklich, das hat mir wehgetan. Also da, ab dem Punkt war ich wirklich so, okay, was kommt denn da jetzt noch? Also ich glaube, das ist oft so, wenn du deine Lieblingsserie nicht in den Top 10 findest, dann ja, ich sag dir, was jetzt ist kommt. Respektiv. Nämlich vielleicht meine Lieblingsserie aller Zeiten. Game of Thrones auf der 30. Das also über die Serie werden wir heute nicht in der Top 10 sprechen. Das finde ich weird und ich frage mich, ob es an der letzten Staffel gelingen hat, weil ich finde, dass diese Serie hat so viele Folgen, die einfach für mich so das Krasseste sind, was ich jemals im TV gesehen habe, in einer Serie. So, und das ist krass. Eben, ich glaube, das spielt mit rein. So Staffel 6, 7 und 8 spielen in die Bewertung mit rein und ja. Ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, dass es nicht so höher ist, weil ich da auch lange drüber nachgedacht habe, weil natürlich ist man da Fan von und das, diese Serie bedeutet ja total vielen extrem viel. Aber dennoch muss man sagen, das Gesamtkunstwerk
kackt dann schon ein bisschen ab, im Gegensatz vielleicht zu Breaking Bad, die eine Serie, die konsistent gut war. Die rund ist und einen Abschluss gefunden hat. Und ich hätte da jetzt eingehakt und schon gesagt, dass es krasse Längen gibt, auch in Staffel 3, glaube ich, in Breaking Bad. Aber ja, genau, da gibt es ein paar Durchhänger auf jeden Fall. Ein fantastisches Ende gefunden hat, auch meiner Meinung nach. Ja, und dass es im Vergleich dann trotzdem diese Legacy von Game of Thrones vielleicht immer dieses Ende bleiben wird, finde ich selber total schade, aber ich kann es nachvollziehen. Ja. Vermächtnis. Ich glaube tatsächlich, das ist einer der größten Bewerbungspunkte, wie entlästigt die Serie am Ende. Weil das ist bei Game of Thrones halt so. Also, entlästigt? Ja, nein, wie sie dich entlässt. Achso, wie sie dich entlässt, ja. Ja, ne? Und Game of Thrones ist halt dann so, wow, die Enttäuschung war immens. Dann musst du den Podcast hören von diese Fanfiction, die halt ein komplett neues Ende geschrieben haben. Ich aber auch jetzt auch nur durchwachsen fand, um ehrlich zu sein. Aber gut, auf der 26 ist, ich glaube, das hat Marius sich jetzt auf jeden Fall erfreut, mich auch, Battlestar Galactica, die, die neue Version, also das Remake der Serie aus den 60ern? Ich hab's gerade nicht im 70er. Kopf. 70er. Ja, genau, 70er. Aus den 70ern, genau, da gab's in den, also Mitte der 2000er, gab es eine Serie namens Battlestar Galactica, die echt gut war, die ich sehr empfehlen kann, allen Science-Fiction-Fans. Recht komplex ist, sehr sehenswert. Auf der 24 war, ähnlich zu Fleabag, I May Destroy You. Von Michaela Cole. Ja. Was mich gewundert hat, weil oftmals wird gesagt, dass Fleabag die Vorlage war von Michaela Coles Serie. Und ich verstehe, dass das vielleicht von der gesellschaftlichen Relevanz noch mal härter einfach im gesellschaftlichen Mittelpunkt vielleicht steht, also mehr im gesellschaftlichen Mittelpunkt steht, aber weil es geht hier auch viel um zum Beispiel Probleme von schwarzen Menschen, auch in Großbritannien, und auch um sexuellen Missbrauch, also das Thema ist härter als bei Fleabag, aber von der Machart würde ich fast sagen, dass Fleabag nochmal so einen eigenen Wert hat, weil dieses vierte Wand durchbrechen durch Fleabag ja noch mal was ganz Neues war und so eine Innovation hatte, die bei mir bei I May Destroy You fehlt. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich hätte die beiden Plätze, wenn nicht, getauscht. Obwohl ich beide Serien sehr schätze. Ja. Ja. Und dann auf der 23 die Reality-Show Survivor. So einfach so random mittendrin. Das wirkt halt, wenn man so viele Genres mischt, wirkt es immer so ein bisschen random. Auf der 20, ne, jetzt kommen wir in die Top 20, hat mich sehr erfreut. Ich hätte das niemals gedacht. Die britische Comedy-Serie Peep Show, die wahnsinnig, wahnsinnig unbekannt ist, die ich aber als vielleicht an der witzigsten Serien oder vielleicht sogar als die witzigste Serie bezeichnen würde, die ich persönlich je gesehen habe. Die ist witziger als It's Always Sunny? Nee, das nicht. Aber, aber wirklich in derselben Liga. It's Always Sunny kommt übrigens gar nicht von dieser Liste. Dazu kommen wir aber noch nach der Top 10, welche Serien alle nicht in dieser Liste vorkommen. Ja, Peep Show ist sehr empfehlenswert. Und jetzt noch mal richtig krass. Breaking Bad ist auf der 16. Das wird viele Breaking Bad-Fans da draußen erstaunen. Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, dass es nicht Top 10 ist. Ja, das ist, ich auch nicht. Also auch da wirklich, finde ich, unbegreiflich. The Americans ist auf der 12, auch eine sehr beliebte Serie der letzten Jahre. Habe ich mich sehr gefreut. Ja. Also definitiv auch verdient. Ich habe viele Serien, die es verdient haben. Läuft halt in Deutschland gefühlt irgendwie unterm Radar. Ist auch bei uns nur so am Rande mal besprochen worden, was, glaube ich, nicht alle gesehen haben. Aber ich finde sie super. Ja. Und die Daily Show, die Late-Night-Show, die seit den, weiß ich nicht, seit Jahrzehnten in den USA läuft, die auch immer wieder 96. unterschiedliche Hosts hat, seit 96, ja. Die ist auf Platz 11. Also es wirkt halt manchmal nicht wie so ein Ranking, sondern einfach wie so eine random Liste mit guten Serien und Shows. Da merkt man auch, dass das so einen amerikanischen Hintergrund hat, finde ich, definitiv. Weil das ist ja auch oft so diese Branche und dann ist so Selbstbeweihräucherung voll oft ein Ding. Und gute Zeiten, welche Zeiten ist nicht mit drin? Welche deutschen Serien hätten denn da reingemusst? Sowas wie Dark vielleicht? Ja, obwohl viele halt so, die auch da am Ende nicht so ganz zufrieden waren, glaube ich, bei Dark, aber die erste Staffel fand ich persönlich ziemlich stark. Ja. Und How to Sell Drugs Online fand ich auch noch sehr stark, obwohl die erste da auch viel besser ist. Ja. Natürlich sowas wie die Trovatos. Aber ja. Das spielt eine ganz eigene Liga. Das stimmt. Ja. Ein ganzes Ranking nur mit so Trash-Sendungen. Oder die wie heißen die Schrottplatzbrüder? Ach so. Wieso fällt mir der Name gerade nicht ein? Boah. Jetzt habe ich den Gag kaputt gemacht. Hä? Sind wir gerade blöd? Ich weiß, wen du meinst. Der Peter macht doch gerade wieder TikTok. Ja? Ah ja. Hä? Oh Gott, ich hab's auch vergessen.
Hä? Die Ludolfs. Die Ludolfs, ja. Ja. Und natürlich Baris Ferraris. Riesiger ja. Baris Ferraris-Fan. Später erwähnen wir auch noch Serien, die noch vorkommen, die nicht vorgekommen sind, nachdem wir mit der Top 10 durch sind. Dann präsentieren wir auch noch ganz schnell unsere Top 3, welche Serien wir so ne, als beste Serien des 21. Jahrhunderts bezeichnet hätten. Ja, gut. Fangen wir an. Top Platz 10. 6 Staffeln, 77 Folgen, 25 Minuten. 25 Minuten, das deutet schon auf eine Comedy-Serie hin. Sie ist animiert, es geht um einen Mann, der ebenfalls ein Pferd ist. Es ist BoJack Horseman, der ehemalige Serienstar, der nun nach seiner Karriere herausfinden muss, wie es für ihn weitergeht. Lief von 2014 bis 2020. Hatte jemand BoJack Horseman gesehen? Es ist auf meiner Liste und ich glaube, ich habe am Anfang diesen Fehler gemacht, den, glaube ich, viele machen. So, what the fuck, ein Typ mit einem Pferdekopf. Was für ein alberner Quatsch. Kann man vielleicht nebenbei gucken. Aber die Serie soll ja dann auch richtig krass mit so einem Thema Depressionen und sowas gehen und halt richtig ernst sein. Deswegen steht es noch auf meiner Watchlist tatsächlich. Ich habe es leider nicht gesehen. Ja. Mir geht's genauso. Ich habe ewig lange das schauen wollen und jetzt mittlerweile habe ich Lenny kennengelernt, der auch ein Riesenfan ist. Deswegen ist das nochmal bei mir hochgerutscht an in der Prioritätenliste. Ja, soll ja auch um mentale Gesundheit gehen oder aber auch um so Asexualität. Also gibt es auch eine Figur, die asexuell ist und das finde ich auch voll spannend. Deswegen. Ja, so Themen, die man sonst auch vor allem nicht in so einer animierten Comedy-Serie erwartet. Wie ist bei dir? Ich habe reingeguckt. Ich bin damals nicht dran, ich bin nicht hängen geblieben, aber das hat nichts mit der Qualität der Serie zu tun. Es hat einfach damals nicht gepasst und seitdem habe ich sie nicht noch mal gesehen. Sie wird mir aber wirklich, sie wurde mir bereits 1000 Mal empfohlen und sie wird mir immer wieder von Kollegen und Kolleginnen, gerade auch so in der Film- und Serien-YouTuber-Bubble, wird die wirklich extremst gefeiert und geliebt. Von daher behaupten wir jetzt einfach mal als 3 Leute, die diese Serie alle nicht richtig gesehen haben, dass Top 10 wahrscheinlich da schon berechtigt ist. Es ist halt auch krass, also dass in der Top 10 so etwas, ich nenne es mal Nischiges, wie Animationsserien, die auch immer manchmal ein bisschen belächelt werden, wie aha, für Kinder und es ist halt eher so ein bisschen humorig und aber nicht so deep, dass man. Dass Leute sagen, oh, es ist eine animierte Serie, ist es für Kinder? Also, wie viel Animation ist halt hier drin? Also, ich habe jetzt nicht viel Animation sonst gefunden in dieser Top 50. Scroll nochmal durch, da ist sonst nichts animiertes drin. Das ist schon krass. Avatar ganz oben, genau. Ja. Aber verrückt, dass sowas wie die Simpsons auch nicht so Simpsons, drin ist, South Park. Okay, aber ne, zu der Top 10, also die kommen jetzt auch schon mal nicht vor, wollten wir eigentlich später machen. Aber ich kann es nachvollziehen, dass eine Serie wie BoJack Horseman mit in der Top 10 ist. Ich habe da, bei diesem Platz war ich wirklich nicht empört, sondern eher, oh cool, dass der Serie Platz gegeben wird, weil sie eben so viel hochgelobt wird und auch so sehr besondere Themen behandelt. Aber kommen wir zu einem weiteren Problem dieser gesamten Liste und damit kommen wir zu Platz 9. Ja. Wir sprechen jetzt nämlich über eine Serie, die nur ganz kurz lief. Es gab nur 18 Folgen. Die wurde sehr schnell abgesetzt wegen Mangel an Erfolg. Und lief quasi eigentlich in den 90ern, aber lief gerade so noch ein bisschen in das Jahr 2000 rein. Ja. Und dann wird halt das hier mit reingenommen. Deswegen weird, die hier mit reinzunehmen. Aber es geht um es ist eine Coming-of-Age-Serie, die im Jahr 1980 spielt. Produziert ist sie von einer ganz bekannten Persönlichkeit in den USA, nämlich Judd Apatow, dem Mastermind vieler bekannter Comedy-Filme und auch Serien. Es geht um seine Serie Freaks and Geeks. Auf Deutsch heißt sie voll daneben, voll im Leben. Mhm. Cool. Kein toller Titel und bei uns auch einfach so richtig versteckt worden. Also deutsche Free-TV-Premiere war in der ARD im Jahre 2005, also 5 Jahre später, sechs bis fünf Jahre später, nachts um 3:15. Da war ich, um das mal in Perspektive zu setzen, ich war da 6 Jahre alt. Da habe ich auf jeden Fall tief geschlummert. Du warst kein Superfan, der da war die nachts aufgewacht ist, aufgestanden ist, um voll daneben, voll im Leben zu gucken. Ich war voll im Leben, aber voll auf der Spur. auf der Spur Richtung Abitur. Ich war noch in der Grundschule. Als Sechsjährige hast du dir dein Ziel Abitur schon. Ihr hättet mich sehen sollen, da habe ich schon gebüffelt. Senior IQ 180. Ich war halt ein Geek, kein Freak. Ein Geek. Krass besetzte Serie auf jeden Fall. Ja, die ist nämlich bekannt dafür, eben so ganz viele Schauspielstars bekannt gemacht zu haben. Ja. Zum Beispiel Seth Rogen. Seth Rogen. Jason Segel, bekannt aus How I Met Your Mother zum Beispiel. Ja.
Und James Franco spielt auch mit. James Franco spielt mit. Und auch Linda Cardellini. Der Name sagt vielen wahrscheinlich nichts, aber man kennt sie vor allem, weil sie in MCU auch in recht vielen Filmen mitgespielt hat, als Ehefrau von Hawkeye. Ja. Deren Name mir gerade leider nicht einfallen möchte, aber Der andere Hauptdarsteller, John Francis Daly, hat unter anderem das Drehbuch zu Spider-Man Homecoming geschrieben. Ja. Mhm. Cool. Habt ihr die Serie denn damals geschaut oder habt ihr die generell gesehen? Okay. Kriegst du gerade auch nirgends zu sehen, also weder in irgendeiner Flatrate noch so. Mhm. Ich glaube, man kann sie sich dann halt irgendwie auf DVD oder Blu-ray, wenn überhaupt auf Blu-ray, holen. Aber diese bleibt uns verwehrt. Sie ist auch so ein bisschen obskur. Also es wird immer wieder sehr, also es hat eine Kultgemeinschaft. Also die Leute, die es gucken, also Freaks and Geeks wird online auch wirklich oft noch besprochen, dafür, dass sie so alt ist und auch nur so wenige Folgen hatte. Also da gibt es schon auch eine gewisse Popularität. Aber ja, man merkt schon auch, dass das hier eine Gruppe von Kritikern und Kritikerinnen war, die diese Liste zusammengestellt haben. Und es wirkt halt auch so ein bisschen sehr, okay, da haben sehr viele Menschen versucht, einen Kompromiss zu finden. Mhm. Weil jetzt kommen wir auch zu einem höchst umstrittenen Platz, nämlich Platz 8. Eine Serie, die auf jeden Fall für Furore gesorgt hat, aber von vielen, so kriege ich das online mit, auch sehr gehatet wird. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Leute, die das Hate-Watchen. Die Serie ist auch auf vielen Portalen überhaupt nicht so gut bewertet. Es geht nämlich um die Serie Girls. Es gibt insgesamt 6 Staffeln. Ja, worum geht's? Xenia, du hast es gesehen, ne? Ja, ich habe es gesehen. Ist auch schon eine Weile her, aber eigentlich geht es um 4 Freundinnen und Lena Dunham, die ja die Serie kreiert hat und auch Regie geführt hat, meine ich. Und auch die Hauptrolle spielt eben Hannah. Und es geht eben um diese Freundinnen, die alle in New York leben, Brooklyn, und so ein bisschen um ihr Leben und ihre unterschiedlichen Probleme in der Stadt. Also um so ein bisschen wie Sex in the City, aber in progressiver damals. Und das kam, glaube ich, zu einer Zeit, wo viele so ein bisschen gelächzt haben nach feministischem Stoff, der sich auch vielleicht mal ein bisschen nicht so glatt gebügelt mit Frauen beschäftigt. Und das hat die Serie damals auf jeden Fall geschafft. Sie war eben ganz anders als Sex in the City, weil es mal darum ging, oder beziehungsweise die Kamera auch wirklich mal so drauf gehalten hat, in so unangenehmen Situationen, zum Beispiel der Figur Hannah, und da wird dann nicht weggeschnitten, wenn dann zum Beispiel sie mit ihrem Freund Sex hat, sondern so drauf gehalten, ist das dann irgendwie unangenehm oder sowas, oder so ein bisschen, was vielleicht Fleabag für, glaube ich, die unsere Generation war Girls für die Millennials, also die Generation, die zu der Zeit, glaube ich, so in ihren 20ern war. Und ich muss aber sagen, aus der Retrospektive, also ich habe die vor 8 Jahren oder sowas geschaut und ich habe die damals auch sehr gerne geschaut, aber heute wird sie oft kritisiert, weil die Probleme und auch die Figuren, alle Hauptfiguren sehr mittelständisch und weiß sind und sehr privilegiert sind. Und, ist das so schlimm? Ich glaube, dass die dass so ein bisschen die Figuren, glaube ich, dann dadurch so eine sehr, sehr eingeengte Perspektive, glaube ich, so geben. Und ich glaube, dann dafür kriegt die Serie auf jeden Fall aus der heutigen Perspektive viel Kritik. Ja, ist natürlich debattierbar, ob das jetzt so schlimm ist. Ich kann sagen, dass sie von der Machart her definitiv gut gemacht ist. Aber dass ich verstehen kann, dass man die Serie auch aus heutiger Perspektive vielleicht dann nicht mehr so gerne schaut, weil sie nicht mehr diesen Standards gerecht wird, was ja dann aber auch die Frage ist, ob man so eine Serie dann dafür kritisieren kann und ob die Standards nicht generell viel zu hoch waren. Also ich habe auch mal was gelesen, ich hatte da auch mal ein Uniseminar drüber, weil die Serie relativ viel besprochen wird dann in dem Kontext, dass es so eine mega schwierige Aufgabe ist für ein Werk, so eine zeitgenössische Frau eben abzubilden und alles für alle Frauen zu sein. Und das kann man ja eigentlich gar nicht machen. Das ist ja gar nicht möglich, ja. Genau, und das ist dann unweigerlich natürlich zu Enttäuschungen kommt und auch zu Kritik. Ja. Und das ist, dass man das dann auch im Hinterkopf behalten soll. Also ich kann muss ich sagen, kurz was fragen? Ja, klar. Oh, sorry, ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen. Ich wollte nur kurz zum Abschluss finden und sagen, dass ich die Serie heute auch immer noch angemessen finde, sie auch zu empfehlen und auch sie in ihrem zeitlichen Kontext irgendwie zu analysieren. Lass mich mal so fragen, würdest du die Serie, wenn du so eine Top 50 machen würdest, vor Serien wie Avatar, Band of Brothers oder Breaking Bad setzen? Nee, ich persönlich nicht.
Aber ich verstehe, dass die Serie für viele damals viel bedeutet hat und dass sie sehr viel gesellschaftliche Diskussionen ausgelöst hat. Das hast du ja eben schon gesagt, einleitend, dass es wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass diese Serien eingeschlagen sind, dass sie irgendeinen Impact hatten auf uns als Gesellschaft. Und das hatte die Serie definitiv. Die wird also halt auch heute noch analysiert, irgendwie in feministischen Kreisen zum Beispiel. Oder auch, ich habe in der Uni über sie in einem Seminar gesprochen. Also das ist jetzt keine Serie, die mal ebenso kam und dann ging. Also sie hatte auf jeden Fall ihren Einfluss. Ja, ich glaube, das hat halt in dieser gesamten Liste auch eine riesige Rolle gespielt. Welchen Impact, welchen Einfluss die Serien auf so dass den öffentlichen Diskurs hatten, ob jetzt also selbst, dass so Late-Night-Shows halt auf Platz 11 sind und dann vor Breaking Bad und so weiter landen. Also das ist halt die Krux dieser gesamten Liste. Ich glaube auch, dass der Zeitpunkt der Liste halt auch ausschlaggebend ist, halt gerade was für Themen werden gerade diskutiert. Und das ist halt Feminismus und das ist auch viel Politik. Und dass dann, dass man vielleicht dann Serien pickt, die vielleicht diskutabler sind. Dass man nicht sagt, okay, Breaking Bad ist jetzt nicht so politisch. Ja. Und dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht mehr so eine wichtige Serie wie jetzt, nehmen wir mal Girls. Ich vote jetzt für Girls, weil der Impact, und man diskutiert heute noch drüber, dass man dann eher sagt, okay, rücken wir das in den Vordergrund. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das auch eine Rolle gespielt hat, welche Serie hier weiter in den Vordergrund gerückt ist. Ja. Ich höre auch schon tausende Leute in unserer Community schreien, bitte nicht schon wieder das Thema. Nee. Es ist, aber ja. Nee, sollen wir weitermachen? Genau, gehen wir noch Platz 7. Platz 7 ist vielleicht auch eine Überraschung für viele, aber mittlerweile hat es sich herumgesprochen, dass dieses Spin-off von vielen als besser bezeichnet wird als die Originalserie. Es geht um einen You don't need a criminal lawyer, you need a criminal lawyer. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch übersetzt wurde damals. Better Call Saul. Die Serie hat mittlerweile 6 Staffeln, ist also länger als Breaking Bad mit 63 Folgen. Es geht um Jimmy McGill, ein erfolgloser Anwalt, der aber immer mehr aufsteigt zu einer neuen Person namens Saul Goodman, einem Trick, man kennt ihn aus Breaking Bad. Genau. Und ist die Serie von Vince Gilligan, der damit hier zweimal in dieser Liste vertreten ist, mit Bob Odenkirk natürlich. Und wir haben, also das, diese Serie wird gemeinhin einfach gefeiert bis zum geht nicht mehr. Jonas bei uns im Team liebt sie. Ich muss ehrlich sein, ich habe nur die erste Staffel gesehen. Ich habe immer noch vor, ist ganz groß auf meiner Watchlist, die mal wirklich komplett zu Ende zu gucken. Mhm. Wie ist es bei euch? Bei mir ist es halt genauso. Ich habe sie angefangen, als sie rausgekommen ist. Und dann musste man halt relativ lang warten auf Staffel 2. Und da passiert schon sehr viel in dieser Serie. Und ich habe gemerkt, boah, ich brauche immer Recaps. Und es ist schon, wer sind die Figuren, was ist da nochmal passiert? Und deswegen ist es bei mir so, ich muss die am Stück gucken. Tatsächlich alle Staffeln. Und vielleicht schaffe ich das Ende des Jahres endlich mal. Ja. Aber ich fand sie schon sehr gut. Aber halt auch komplex. Und halt auch, finde ich, schon auch das, was Breaking Bad auch hat, manchmal so ein paar Längen drin gehabt, auf jeden Fall. Mhm. Also in den ersten 2 Staffeln auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch leider nach den ersten 4, 5 Folgen nicht weitergeschaut, weil ich auch das mir immer vornehme und dann sage, okay, ich habe da mal vielleicht eine Winterzeit, die lang und kalt ist, wo ich dann mir diese Serie am Stück anschauen kann. Ich habe leider sehr Probleme gehabt, reinzukommen, aber will gar nicht sagen, dass das daran liegt, dass die Serie nicht gut gemacht ist, sondern eher, dass ich dann wahrscheinlich keinen guten Zeitpunkt erwischt habe, um mich darauf einlassen zu können. Aber ich fand die auch sehr beeindruckend von ihrer Machart und auch ihrer Erzählweise. Aber ich habe auch gesagt bekommen, dass da noch viel, viel mehr kommt und dass die Serie in der 3. Staffel auch so an Tempo annimmt und dann auch viel einfacher ist, durchzuschauen. Man wartet ja auch so ein bisschen die ganze Zeit darauf, so, okay, wann kommen diese ganzen Breaking Bad-Sachen irgendwie so ein bisschen? Ja. Aber ich finde, die was ich soweit geguckt habe, da löst sich die Serie dann doch schon gut genug von Breaking Bad, um halt komplett eigenständig zu laufen. Und die Kritiken beweisen es ja. Ne? Mhm. Und die Leute lieben diese Serie einfach abgöttisch. Und dass sie es Mach ruhig. Ich wollte nur kurz sagen, dass sie es schafft, als Sequel doch auch diesen Spannungsverlauf zu haben. Also das habe ich auch oft als Lob gehört, dass man ja doch ein bisschen weiß, wo es für diese Figur hingeht, aber dass sie trotzdem es schafft, einen dran zu halten und auch als so Sequel? Für die Prequel meine ich. Habe ich Sequel gesagt? Ja. Ach so, sorry. Ja. Prequel. Weil man eben weiß, wie die Figur endet, aber trotzdem so Spannung zu erzeugen. Ja gut, wir wissen nicht, wie die Serie sich weiterentwickelt. Es ist natürlich, wäre es hier besser, jemanden sitzen zu haben wie Jonas, der die Serie komplett gesehen hat. Ich habe, als ich diese Top 50 gesehen habe, dachte ich mir auch immer wieder bei so einigen Serien, die auf meiner ewigen Watchlist stehen, die ich immer noch vorhabe zu gucken. Wir haben letztens
Verrate ich's? Ach, ich verrat's. Ist egal. Wir hatten Ren Kühn von Serienflash zu Gast und haben auch längere Zeit mit ihm gesprochen. Und er ist natürlich im Serien. Wir machen ja auch sehr viel über Filme auf unserem Kanal und stellenweise auch über Comics, wenn wir dazu kommen. Und er hat halt auch gesagt, so, es ist, also selbst wenn man sich wirklich nur mit Serien beschäftigt, die Menge ist einfach so immens. Jede Serie ist so ein Commitment. Man kommt einfach nicht hinterher. Und manchmal werden dann irgendwie öffentlich irgendwelche großen Serien besprochen und man sitzt da als Serienmensch und kann halt nicht mitreden, weil man sie nicht gesehen hat. Ich meine, ich sehe ja auch, du bist ja bei uns im Team, glaube ich, die wirklich am meisten Serien guckt und am öftesten. Ja, ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich allein jetzt bei dieser Top 10 denke ich mir so, wow, ich hab das Gefühl, ich verbringe meine Freizeit damit, Serien zu schauen, und dann habe ich dann auch 5 nicht gesehen gefühlt. Ja, und aber ich glaube, das ist dann auch an der schieren Masse, natürlich hängt es ab, und Länge. Auch an der Länge der und Lebenszeit. Ja, ich meine, guck mal, ich war auch super oft verwundert oder beziehungsweise erstaunt, wie viele Staffeln doch manche Serien doch tatsächlich haben. Also auch Better Call Saul, 6 Staffeln, ist halt auch schon krass, ne? Das Gefühl, das ist gerade gestartet und dann haben wir 6 Staffeln auf einmal da liegen. Mhm. Das ist ein zeitliches Commitment, ja. Und so wird das dann auch bei Platz 6 sein. Das sind 3 Staffeln, 28 Folgen. Nicht sondern 3 Staffeln mit insgesamt 28 Folgen. Das ist eine Serie, die ich überhaupt nicht in der Top 10 erwartet habe, die mir auch nur ganz wenig sagt. Diese Serie ist von Taika Waititi und heißt Reservation Dogs. Es geht um ein Reservat in Oklahoma, um Native Americans. Es geht um einen indigenen Mann namens Bear Smallhill. Der ist in einer Gang und verdient sich Geld mit kleineren Vergehen. Und er hat Visionen von einem Krieg aus einer. Ich habe die Serie nicht gesehen. Ich kann nur anstammen, ja, genau. Ja. Und er ist eigentlich ein Anführer, aber hat irgendwie so keinen Antrieb, das zu machen. Und durch diese Vision kriegt er wohl, dann wird er irgendwie auf diesen Pfad geführt, dann ein richtiger Anführer zu sein. Mhm. Dritte Staffel startet tatsächlich nächste Woche auf Disney Plus. Ja. Ja, auch bei mir, also vollkommen unterm Radar. Mhm. Ja. Und war bei mir auch so, ich weiß nicht, wie gut sie ist, aber was ich eben gemeint habe, okay, auch ein aktuelles Thema, ne, auch mit Killers of the Flower Moon ist dieses Thema indigene Bevölkerung in Amerika wieder in großem Gespräch, also auch bei uns. Und kann mir vorstellen, dass das halt auch so eine wichtige Serie halt ist für die USA, also kulturell. Ja, wo man halt wieder merkt, dass diese Liste halt sehr US-amerikanisch geprägt ist. Ja, gut. Haben wir alle nicht gesehen. Nee, es tut uns, wirklich, wirklich, aber wirklich leid. Aber ich finde, kann man ja auch mitnehmen als Tipp. Genau, also, ich finde auch, dass diese Liste halt so, okay, vielleicht auch ein paar Serien, die bei uns jetzt nicht so angekommen sind, kann man mal reingucken, weil, ich meine, das ist ja auch, ich nenne es mal snackable von der Folgenlänge an sich. Das stimmt. Ja, also. Definitiv. Und ich kann aber jetzt schon mal sagen, bei der Top 5 sind wir, also jetzt kommen wir wirklich in bekannte Gefilde mit Sachen, die man alle, die wir alle hier zumindest Teile von uns auf jeden Fall gesehen haben. Fangen wir nämlich mit Platz 5 an. Das ist eigentlich so eine Serie, die sonst bei allen Listen dieses Planeten eigentlich sonst immer auf der 1 ist. Das ist die Serie, die beste Serie als Zeiten, die niemand gesehen hat. Ja, wird oft so genannt. Ich habe sie aber komplett gesehen. Und ich behaupte, sie hat niemand im Original ohne Untertitel gesehen. Nope, keine Chance. Ich behaupte, dass selbst US-Amerikaner und US-Amerikanerinnen Probleme haben, diese Serie zu verstehen. Wenn man nicht aus Baltimore kommt, dann hast du echt ein Problem. Es geht um The Wire. The Wire. 5 Staffeln, 60 Folgen, Länge 52 bis 90 Minuten. Es ist eine HBO-Produktion, lief von 2002 bis 2008. Das Geile ist, es dreht sich halt um so eine Sonderkommission der Polizei, die sich so zusammenfindet. Und das Geile an der Serie ist, dass sie halt nicht nur diese Polizeisicht zeigt. Also in der ersten Staffel geht es um Drogendelikte. Und die zeigen aber auch ganz krass die Seite der Drogendealer, wie es so in diesem Baltimore-Ghetto aussieht. Und die Seite der Kriminellen. Und die Serie ist einfach auch krass besetzt. Wir haben da auf der Seite der Kriminellen zum Beispiel Idris Elba ist dabei. Idris Elba, Michael B. Jordan ist super jung da drin zu sehen. In einer kleineren Rolle. Aber auf der Polizeiseite haben wir dann Dominic West. Man kennt ihn zum Beispiel aus 300, The Square oder Tomb Raider, der Verfilmung. Und diese Serie ist super geil. Und jede Staffel dreht sich halt so ein bisschen um einen anderen Aspekt. Erste hat Drogen, dann geht es auch um den Baltimorer Hafen, dann geht es dann so um Gewerkschaften, dann dreht sich was um Zeitungen mit Medien in einer Staffel, um das Schulsystem. Also das ist so ein gesellschaftlicher Spiegel der USA zu dieser Zeit. Vor allem
hochgradig realistisch und ja. authentisch. Also ja. es hat einen sehr, sehr hohen Realitätsanspruch. Aber auch mit absurd geilen Szenen, wo man echt lachen muss, wie absurd es ist. Aber auch irgendwie, aber menschlich absurd. Also jetzt nicht Slapstick-Humor sonst, aber denkst du so, okay, ja. da gibt es Szenen. Man sollte allerdings auch wissen, dass die sich unterscheidet von vielen modernen Serien. Also wer da jetzt irgendwie krasse Sets, spektakuläre Action, irre Twists und so erwartet, mm-mm. nee, also die Erzähldichte ist einfach wahnsinnig mm. hoch. Die verzeiht dir nicht, dass du nicht aufgepasst genau. hast. Da kommen Figuren wieder und denkst, wer war das nochmal? Mm. Und es hat so ein bisschen diesen Game of Thrones-Faktor, so, okay, zig Personen, wie war der Name von der Person? Und es verzeiht dir wirklich nichts. Ja, ich kann verstehen, ich bin tatsächlich jetzt gerade dabei, die zu gucken, weil ich habe die irgendwie vor einem Monat oder sowas angefangen, ich bin jetzt in der ersten Staffel und ich verstehe total diese Schwerfälligkeit. Also ich finde, das ist krass, wie dicht das erzählt ist, also da würde ich dir total zustimmen. Die Dialoge sind unfassbar. Ich muss sagen, ich verstehe, dass das für Kritiker und Kritikerinnen so diese händische Machart einfach die Serie immer auf so die ersten fünf, Top 5 oder sogar den ersten Platz, habe ich auch gelesen, beim Hollywood Reporter haben die dazu geschrieben, ja, das ist die Serie, die alle immer auf Platz 1 setzen, aber wir sind jetzt mal edgy und packen die auf Platz 5. Ich kann es verstehen, aber ich war auch, du kannst jetzt da nebenbei nicht essen. Nee. Also das ist auf jeden Fall eine Serie, die muss man sich vornehmen, da muss man einen Abend für frei haben. Und Untertitel an. Bleib dran, also das ist erstmal so ein Tipp. Ja. Und guckst du das mit, wie guckst du das, Deutsch mit Untertiteln? Ich habe das auf Englisch mit Untertiteln. Also es läuft momentan auf Wow, also deswegen kann ich das empfehlen, falls ihr Wow habt. Ja, aber es ist auf jeden Fall, ich gucke auch immer alles in OV mit Untertitel, deswegen. Die erste Staffel liegt bei mir tatsächlich schon ein bisschen zurück. Ist die nicht sogar in 4:3 noch? Oh Gott, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das war so, weil du machst das an und du hast ein ganz anderes Sigmund. Die laufen alle rum und haben alle Röhrenmonitore noch da stehen. Ich meine, die Serie ist von 2002. Das hört sich nicht so weit weg an, aber Röhrenmonitore und alte Technik und auch wie die rumlaufen, sowas. Ja. Das ist so teilweise, oh mein Gott, man muss dranbleiben, weil die ersten zwei Folgen können dich schnell rausschmeißen. Ja, es ist auf jeden Fall ein anderes Sehgefühl. Ja. Vor allem, wenn man ganz viele Netflix-Serien schaut. Ja. Kommen wir zu Platz 4. Eine Serie, über die ich mich persönlich sehr gefreut habe, weil ich sie sehr gefeiert habe seinerzeit. Ich muss aber auch ehrlich sein, dass die auf Platz 4 ist, ist eine Entscheidung, über die man sich durchaus wundern kann. Das sage ich als jemand, der die Serie wirklich fantastisch findet. Ich finde die auch sehr lustig. Ich habe eine Theorie dazu. Okay, ich bin gespannt. Tina Fey hat die Liste gemacht. Tina Fey ist die Hauptdarstellerin und Schöpferin dieser Serie. Jetzt wird das schon vielen was sagen, anderen nicht. Die Serie heißt 30 Rock. Hat 7 Staffeln, wobei ich auch dazu sagen muss, dass sie sich irgendwann auch verliert. Also auch da, so Staffel 6 oder sowas, ist meiner Meinung nach gehört in keine Top-Liste dieser Welt. Die Serie heißt 30 Rock, weil es in, das ist die Adresse des Gebäudes, in dem das stattfindet, 30 Rockefeller Plaza oder sowas. Das ist nämlich ein Gebäude, in dem TV-Serien und Shows produziert werden. 30 Rock ist nämlich eine Late-Night-Show, deren Besonderheit es auch ist, dass da irgendwie, es dreht sich sehr viel mit und um Frauen. Und die Serie ist halt berühmt für, ich würde sagen, für die schrägen Figuren, für das sehr gute Writing. Die Gags sind teilweise echt hervorragend. Und einer der größten Puls dieser Serie ist Tracy Morgan. Das ist ein Comedian, der völlig irre ist. Also, wenn man Stand-up-Auftritte von dem gesehen hat, der ist extrem irre, der ist extrem provokant, mutig und wild. Und das ist wirklich, das muss man mal gesehen haben. Und der spielt halt diese Rolle, spielt quasi sich selbst und ist wirklich zum Totlachen. Er heißt Tracy Jordan. Ja, er ist Tracy Jordan. Das ist sehr lustig. Das ist übrigens mein ewiges Problem. Ich bin mir nie sicher, ob der jetzt in echt Tracy Jordan heißt, in der Serie Tracy Morgan oder andersrum. Aber was auch ein sehr großer Pull dieser Serie ist, ist die Beziehung zwischen Tina Fey und Alec Baldwin. Alec Baldwin spielt den Chef, der von so einer Staubsaugerfirma kommt und jetzt eine Fernsehshow leiten soll oder einen gesamten Sender, glaube ich. Und wenn ich sage Beziehung, meine ich, das ist so, die haben es richtig gemacht. Das ist so, da gibt's
kein romantisches Knistern. Das sind einfach zwei Menschen, die, die nie zusammengehören, die dann nicht irgendwie von der Serie so zwanghaft in eine Beziehung gepackt werden. Mhm. Das hat mich zum Beispiel damals übrigens bei New Girl hat mich das immer sehr gestört, weil ich immer der Meinung war, dass ich bin auch ein riesen Dings New Girl-Fan, aber ich verstehe es. Der typische Serientrope hat so, jeder muss mit jedem zusammen. Genau. Ja, das Friends-Ding. Jeder genau. mit jedem. Das genau. Und da haben sie es zum Glück nicht gemacht. Und die beiden sind halt wahnsinnig witzig im Zusammenspiel. Ja. Es sind einfach ultra schräge Figuren, so wie es zu einer guten Comedy auch gehört. War lange Zeit so eine meine Lieblings-Comedy-Serie. Ich kann sie sehr empfehlen. Die macht auch heute noch extrem viel Spaß. Und da gibt es auch ganz viele Gaststars. Also ne, Oprah Winfrey ist mal dabei. Ja. Oder irgendwie Bryan Cranston. Also dafür lohnt es sich auch. Und sie hat ja da ihre Zeit auch bei Saturday Night Live so ein bisschen verarbeitet, Tina Fey. Und ich finde, das merkt man, dass es so eine Person hinter den Kulissen, die selber Gags macht über die Branche. Und das finde ich immer sehr sympathisch. Also, ja. Was ist deine Vermutung, Marius? Weil, wir sagen es ja auch öfter, Hollywood liebt Hollywood. Sachen über Hollywood. Ja. Und hier ist es hinter den Kulissen von Late Night Show. Und dass sie das geil finden, sich selber so parodiert zu sehen, vielleicht hat auch, ich glaube, das ist das Ding. Ich finde, die Serie ist voll, sorry, ich habe dich verloren. Einen kurzen Einwurf, ich finde, die Serie ist auf einer Ebene mit The Office, finde ich persönlich. Also deswegen habe ich mich auch gewundert, dass das so weit vorne ist. Also ne, als jemand, der die Serie wirklich liebt, dass die Platz 4 ist, finde ich absurd. Ich hätte nicht mal komisch geguckt, wenn die es überhaupt nicht in die Top 50 geschafft hätte. Von daher, ja. Sollen wir in die Top es gibt es leider gerade nicht zu streamen. Also, kann sein, dass es irgendwo auf irgendeinem Fernsehsender läuft tatsächlich, aber vielleicht gibt es eine Blu-ray irgendwo oder so. Oder sowas, genau, aber leider nicht auf den gängigen Plattformen, auf denen wir uns also bewegen. Kommen wir aber zur Top 3. Ja. Wir haben schon gesagt, Game of Thrones ist auf der 30, aber das ist eine Serie, das als Game of Thrones in der Gegenwart bezeichnet wird, in einem großen Unternehmen. Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das mächtige Familienoberhaupt Logan Roy. 4 Staffeln gibt es mit einstündigen Folgen. Die Serie heißt Succession. Succession. Ja. Es geht um den riesigen Medienmogul und seine Kinder und den Streit um Macht, Geld und seine Nachfolge. Ihr beide habt Succession gesehen und liebt Succession, richtig? Succession ist mega geil. Ja, mega. Mega geil. Also verdient, hätte ich auch auf die 1 gepackt, bin ehrlich. Ja? Also ich finde, ich weiß nicht, diese Serie beschäftigt mich Monate danach noch. Sie ist so unfassbar gut geschrieben. Also es ist wirklich, die Dialoge feuern, was das Zeug hält. Es ist witzig, es ist unterhaltsam. Es hat so diese machiavellistischen Figuren, die alle hassenswürdig sind, aber du bleibst trotzdem dran. Ja. Was heißt machiavellistisch? Die alle im Grunde böse sind und immer nur ihren eigenen Vorteil nach agieren und sich nichts gönnen. Wirtschaftlichen Vorteil. Ja. Das gibt es ja auch ganz oft, dass Leute Serien nicht weitergucken, weil es keine sympathische Figur gibt. Und wenn man so eine Person ist, dann ist Succession keine Serie für diese Person, weil es ist wirklich, sind das alles Arschlöcher. Aber bleibt trotzdem. Vorn, und du denkst so, okay, jetzt machen sie einen guten Move und schon wieder ein Arschloch. Da werden wir Platz 2 und Platz 1 auch drüber sprechen. Ja. So eine Figur muss nicht likable sein. Genau. Muss nicht direkt Forrest Gump sein, damit die Serie gut ist. Nee, relatable, also für mich funktioniert es absolut gut und man will einfach wissen, wie geht's weiter und was für eine Absurdität decken sich jetzt aus, weil es ist auch so voller Dekadenz, diese Serie. Und das ist auch Brian Cox ist so ein krasses Arschloch in dieser Serie. Ja. Großartigster Schauspieler. Ja, und ich finde auch, was die Serie auch geschafft hat, was ich auch nicht erwartet hatte, ist, dass die letzte Staffel auch nochmal alles bei mir getoppt hat. Also dieses Finale, das hat wirklich so dieses Boot so in den Hafen gefahren und da war ich dann wirklich vom Hocker. Auch die Entscheidung, was sie mit welcher Figur machen, ohne jetzt zu spoilern, machen die das, also diese üblich sagen wir öfter, machen die das jetzt wirklich? Mhm. Und kommt das noch irgendwie anders? Nee, es ist dann so richtig krass und es hat ja auch so einen popkulturellen Impact gehabt, dass auf einmal jedes Serienintro wurde zum Succession-Intro umgeschnitten, weil es ist halt auch mega Intro. Das ist eins von diesen unskippable Intros bei mir. Ja. Gut, wir haben ein ganzes Video drüber gemacht, beziehungsweise Xenia schaut das mal aus. Auf Cinema Strikes Back. Warum, 5 Gründe, warum man Sopranos gesehen Sopranos. Warum man Succession gesehen haben sollte. Und damit kommen wir zu Platz 2. Sopranos, ich sag's direkt. Das habe ich, die Überraschung habe ich verbockt. Legendär hat das goldene Zeitalter des Fernsehens eingeleitet. Es gibt, wo wir auch bei likable und relatable Charakteren waren, das sind englische Begriffe, die, also Figuren, die gemocht werden und Figuren, mit denen man sich identifizieren kann. Dass es da einen Unterschied geben kann, dass man, weil gerade so in der Drehbuchsprache
das Buch Save the Cat hat für Furore gesorgt. Das setzt aber auch sehr darauf, dass man eine Hauptfigur hat, die man mag. So jemanden wie Forrest Gump oder Aladdin. Also jemand, der was Gutes tut, eine Katze rettet, sodass man sich mit ihm identifizieren kann, dann mit ihm mitfiebert und durch ihn die Handlung oder sie die Handlung dann durchlebt. Das braucht man aber nicht unbedingt für eine gute Serie. Und das beweist zum Beispiel Sopranos. Ja. Da geht es nämlich um Tony Soprano. Der ist Mafia-Boss. Allerdings auch in Therapie, weil er Angstattacken und andere Mental Health Probleme hat. Und es geht um seinen Alltag, um seine Familie. Und was diese Serie, die hat sehr vieles verändert in der Fernsehwelt. Ja. Es gab auch zuvor kaum eine bis gar keine Serie, die so komplex war, die so viele unterschiedliche, gleichzeitig laufende Storylines hatte, was ein sehr gutes Indiz dafür ist, wie komplex eine Serie ist, vergleichbar mit The Wire oder Succession oder Game of Thrones. Und Sopranos hatte zeitweise so 8 verschiedene Storylines gleichzeitig am Laufen. Und ja, ist eine fantastische Serie. Du hast sie doch vor kurzem erst noch gerewatcht, ne? Ich guck die einmal pro Jahr ungefähr. Ja. Ich stehe wieder kurz davor jetzt wieder. Scheiße, jetzt bin ich bei der Kurzzeit wieder auf die lange Bank geschoben wegen Sopranos. Aber bei uns im Alter hat man das auch gesehen, weil es im Fernsehen lief. Und, ich habe es nicht im Fernsehen gesehen, tatsächlich. Ich schon, ja. Aber super geil. Und das hat halt auch teilweise, anders als The Wire zum Beispiel, so eine surreale Ebene, weil auch mit so Traumsequenzen gearbeitet wird teilweise. Und es gibt auch absurd witzige Folgen. Und es gibt eine Folge, die, jetzt auch ohne viel zu spoilern, die Hauptfigur macht etwas, was bis dato noch nie in einer Fernsehserie eine Hauptfigur gemacht hat. Und das war so der Bruch, deswegen, ich glaube, wegen dieser Folge, es geht um Unibesuch in der Folge, dass das einer der Punkte ist, weshalb Sopranos immer in solchen Toplisten auftauchen muss, einfach. Gerade weil es halt schon so alt ist. Und das ist auch ein bisschen das Komische an der Liste, denn Sopranos sind 1999 gestartet und damit ja offiziell nicht in diesem Jahrhundert eigentlich. Klar, sie gehen drüber. Ja, aber deswegen finde ich es auch so weird, dass einige Serien nicht drin sind, die das auf jeden Fall verdient hätten, die auch diese Grenze überschritten haben von die Millennial-Grenze. Ja, da können wir ja gleich später. Ich glaube, eine Serie weiß ich auf jeden Fall, die du sehr, sehr feierst, die nicht mit drin ist. Ja, ich finde auch Sopranos verdient. Ich finde, die gehört auch immer mit in die Top 5. Also ich finde es auch eine der besten Serien, die ich je geschaut habe. Tony Soprano, eine der spannendsten Figuren überhaupt. James Gandolfini, möge er auch in Frieden ruhen. Ja, leider verstorben. Ja. Es gibt noch den Film dazu, Many Saints of Newark. Aber ich fand den echt nicht gut, leider. Den ich habe den in der Pressevorführung gesehen. Und James Gandolfinis Sohn spielt den jungen Tony Soprano da. Mhm. Ach, nur am Rande ist nicht wirklich so die Hauptfigur. Leider nicht so. Bevor wir zu Platz 1 kommen, lass uns doch jetzt über die Serien sprechen, die komplett in dieser Top 50 fehlen. Ich habe da mal eine Liste vorbereitet und teilweise auch wahrscheinlich eure Serien mit eingearbeitet. The Office ist beispielsweise nicht da. Was zur Hölle? Große Fanliebling, diese Serie. Genauso wie Community ist auch nicht dabei. Futurama ist nicht dabei. Yeah. Arrested Development ist nicht dabei. Louis ist nicht mit dabei. It's Always Sunny in Philadelphia ist nicht mit dabei. Bob's Burgers, Six Feet Under, Mr. Robot, Lost ist nicht dabei. Dann auch, hat mich sehr verwundert, The Expanse ist auch nicht dabei. Die Serie hätte es auch verdient. Genauso habe ich das Gefühl, dass Hollywood Reporter allgemein die Shows von Damon Lindelof hasst. Der Name wird jetzt vielen nichts sagen, aber das ist ein Mann, der im Serienkosmos extrem einflussreich ist, der fantastische Serien geschaffen hat, wie zum Beispiel Lost. Also er ist Mitschöpfer, soweit ich weiß. Watchmen, die Serie, ist so großartig. Toll. Ist unglaublich gut, die jetzt auch nicht auf diese Liste geschafft. Und seine andere Serie, Leftovers, ist auch nur in Anführungsstrichen auf der 44. Das waren so Serien. Habt ihr sonst noch, fällt euch sonst noch irgendwas ein? The X? Ja. Großartig, auch wenn man dieses Konzept so Case of the Week ein bisschen drin hat, aber ich finde, auch der Impact von Akte X ist nicht zu unterschätzen und es geht auch über die Grenze drüber. Bis 2002 lief die nämlich. Genau. Ja. Beziehungsweise es gab ja noch mal eine 10. Staffel, ne? Genau. 2016, ja. Und eine Serie, die ich bei mir auf den Top in die Top 3 gewählt habe, ist Twin Peaks. Ja. Die ist zwar Anfang der 90er gelaufen, aber die 3. Staffel lief nun mal 2017. Ja. Und das Ding ist als Komplettwerk zu sehen. Und deswegen muss, also der Impact von Twin Peaks, der gehört mit Sopranos, ist so, das ist TV-Geschichte. Ja, das habe ich auch nämlich
das habe ich auch hier stehen, also Twin Peaks, aber halt auch Mindhunter. Ich finde, Mindhunter wird immer übergangen, ja. Mhm. Aber das ist so eine tolle Serie. Also ich finde auch, gerade was True Crime angeht, hat das auch sehr viel den Weg geebnet, finde ich, für so diese ganzen Trendserien, die danach kamen. Mhm. Aber auch Pose, wenn man jetzt über gesellschaftliche Relevanz redet, das ist eine Serie, die ich auch also von der Machart sehr spannend finde. Das ist, spielt in den 80er Jahren. Es geht um viele so Showrooms und auch die AIDS-Epidemie und das ist so, das hatte ich irgendwie auch erwartet vielleicht, dass das, weil die auch in den letzten Jahren sehr, sehr doll gefeiert wird. Mhm. Ja, aber auch vielleicht mehr so im Animationsbereich, also auch Sachen, die ich gerne schaue, sowas wie über die Gartenmauer oder sowas, so Dinge, die vielleicht auch mal unter dem Radar laufen, aber die wirklich, wirklich gut sind und ich glaube, das ist alles ein bisschen unterrepräsentiert. Ja. Und wenn dann so Sachen wie 30 Rock mit drin sind, die ich auch gerne schaue, aber wo man sich dann fragt, wer hat es jetzt entschieden? Aber auf der anderen Seite, wenn wir eine Liste machen würden, würde die wahrscheinlich genauso zurückgehen. Die würde auch, Hättet ihr Stranger Things mit reingenommen zum Beispiel? Also ich liebe Stranger Things, aber ich hätte sie jetzt nicht in der Top 50. Ich würde es halt über Sex in the City sehen, aber also, also deswegen, wir alle streiten über diese Liste. Wir sind alle einer Meinung, bevor ihr auch uns vorwerft, wir hätten diese Liste irgendwie entworfen oder sowas. Kommen wir zum ersten Platz. Der wiederum hat mich persönlich sehr erfreut, weil es eine meiner ewigen Lieblingsserien ist. Ich habe extrem viel übrig für diese Serien. Sie spielt im New York der 60er und dreht sich um die Werbebranche und hat ebenfalls ein unskippable Intro, wie du das eben gesagt hast. 7 Staffeln gibt's, a 92 Folgen. Und das heißt, das ist auch ein ordentliches, das braucht viel Zeit, um die einmal durchzugucken. Ich habe sie zweimal durchgeguckt. Die Rede ist von Mad Men. Auch Mad Men. Eine Serie, die es dir nicht einfach macht, einzusteigen. Das stimmt. Mhm. Also, erstmal vorweg, Sopranos ist ja eine HBO-Serie, deswegen läuft die auf Wow, genauso wie Succession, auch auf Wow. Und Mad Men ist zwar keine HBO-Serie, sondern von AMC, läuft aber ebenfalls auf Wow. Also die Top 3 läuft bei uns auf Wow. Ja. Ne? Wieso liebst du denn Mad Men so? Erzähl mal. Also Mad Men dreht sich um Donald Draper, genannt Don Draper. Er ist Werbefachmann, kommt aber gar nicht aus der Werbung ursprünglich, hat eine äußerst mysteriöse, düstere Vergangenheit aus dem Krieg, tritt ein bisschen machohaft daher, ist ein Frauenschwarm, trinkt, raucht, nie um einen Spruch verlegen, hat aber auch so eine sehr düstere Seite, die man schwer nur in Worte fassen kann. Die Sache ist, Mad Men und Sopranos sind sich äußerst ähnlich, so in Sachen, also wie es sich anfühlt, aber auch wie es strukturiert ist. Es geht auch hier um einen komplizierten, vielschichtigen Mann, der dadurch durch seinen Charakter Konflikte in Beruf und Familie hat. Es gibt ebenfalls sehr viele Storylines, sehr viele Figuren, die wir verfolgen. Es ist die Sache ist auch, dass der Schöpfer dieser Serie und der Chefautor Matthew Weiner oder Wiener, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, sorry, der war auch einer der wichtigen Autoren von Sopranos. Mhm. Also deswegen kann man das auch so ein bisschen als einen Nachfolger von Sopranos benennen. Es ist halt eine einzige riesige Charakterstudie. Man könnte jetzt meinen, wie zur Hölle will eine Serie es schaffen, 7 Staffeln lang die Faszination an einer Figur zu halten? Und das schafft Mad Men mit Donald Draper. Also das ist so dieses, was mich so unglaublich beeindruckt an dieser Serie. Also auch wie unglaublich detailliert und also faszinierend diese Figurenentwicklung von Donald Draper ist. Und das liegt auch zu einem großen Teil auch an dem Hauptdarsteller, nämlich Jon Hamm, der wenn man Mad Men nicht gesehen hat, dann weiß man gar nicht, was für ein fantastischer Schauspieler Jon Hamm ist. Und die Serie lebt einfach von den Figuren, den Dialogen, aber auch der Detailverliebtheit für die 60er. Also man schafft das ist auch geil. So krass, ja, wirklich. Und man schafft es komplett so in diese Zeit einzutauchen. Ja, deswegen, ich mag Mad Men extrem gerne. Und du hast aber recht. Ich habe das zum Beispiel auch, Jonas weiß ja, wie sehr ich zum Beispiel Mad Men liebe. Und der hat, glaube ich, er hat zweimal versucht zu gucken, beide Male abgebrochen. Beim dritten Mal hat er sich dann irgendwie dazu durchgerungen, das weiterzugucken. Und am Ende der 7. Staffel hat er auch mir gesagt, ey, das ist eine der besten Serien ever. So, und ich kann das wirklich nur bekräftigen. Die Serie ist fantastisch. Ja.
Okay. Ihr habt sie noch beide noch nicht gesehen, ne? Doch, ich habe die Serie auch geschaut. Ich musste mich ein bisschen durchquälen, auch tatsächlich. Es ist nicht meine ultimative Lieblingsserie. Ich verstehe aber, dass sie in so einer Liste mit drin ist. Ich finde das die Ausstattung extrem krass, also wie man in diese Welt transportiert wird, wie man in die Zeit transportiert wird. Ich finde, ich habe auch irgendwo mal gelesen, es ist ein bisschen wie so eine James-Bond-Fantasie und das kann ich definitiv nachvollziehen. Trotzdem traut die Serie sich auch, Themen dieser Zeit einzuarbeiten. Also ich fand immer, dass auch die Frauenfiguren extrem spannend und einnehmend sind. Also ich liebe Christina Hendricks als Joan. Joan Holloway. Auch eine der ikonischsten Figuren, finde ich. Ich kann der Serie viel abgewinnen, aber für mich hat sie sich in diesem Ranking auch so ein bisschen angefühlt wie so ein, okay, ja klar, Platz 1. Und das ist aber auch nicht irgendwie zu umgehen. Ich meine, sie konnte sich nie so ganz wirklich bei mir einebnen, als so, die will ich noch mal gucken oder die hat so mich für so einen Wiederschauwert. Sie hat sich für mich angefühlt so ein bisschen wie so ein Sopranos in einer anderen Zeit. Und ich glaube, deswegen... In der Werbebranche. Und sie plätschert für mich so auch so ein bisschen in den späteren Staffeln, weil man außer dieses Teasing, was das mit Don Draper auf sich hat, vielleicht nicht so viel Don. Handlungs... Habe ich doch gesagt, Don? John, hast du gesagt. Achso, Don Draper. Sorry, also ich habe Don... Kein Problem. Wollte ich sagen. John Hamm, Don Draper. Hat sich für mich nie so viel Handlungsansporn oder Antrieb gegeben, außer dieses, was mit ihm in seiner Vergangenheit passiert ist und was seine Figur wirklich versteckt. Ja, es ist nicht so, dass die Serie von Cliffhangern lebt und von Spannung und du Serie für Serie, also Folge für Folge irgendwie durchbingst oder definitiv sowas. Nicht, das ja. ist es ganz sicher nicht. Hat es diesen Soap-Charakter, das sagt man auch mal über die Sopranos, dass das so eine komplexere Mafia-Soap wäre? Oh, schwierig. Also natürlich, der Begriff dummt es ja so ein bisschen runter. Aber es hat halt diesen, was ich damit sagen will, ist, man will den Figuren einfach zusehen mit dem, was sie generell tun, ohne jetzt so ein Riesending wie bei Game of Thrones zu haben. So, wann kommen die Drachen? Ja, hat man jetzt hier nicht so diesen Moment. Also was halt die Figuren wirklich schaffen und alle auf ihre eigene Weise, ist, dass man so war es bei mir zumindest, den Alltag dieser Figuren spannend findet. Ja, also genau, das meine ich damit. Donald Draper schafft es wirklich, im Büro anzukommen, sich die Jacke auszuziehen, die Schuhe auszuziehen und was auch immer. Und es ist spannend. Mhm. Also es ist unglaublich, wie viel Zeit sich die Serie einfach nimmt im Allgemeinen. Ich habe das Gefühl, viele moderne Serien tun das nicht mehr. Die werden dann schnell als zu langsam abgestempelt. Genau. Das ist halt das Breaking Bad-Ding. Genau. Ja. Und trotzdem finde ich persönlich irgendwie diese Serie wirklich durch die Bank spannend. Aber das liegt halt eben, wie du schon sagst, an dieser Figur Donald Draper. Wobei ich auch finde, es gibt auch wirklich diese, also es gibt viele Figuren und viele Figuren, die meisten Figuren sind auch wahnsinnig faszinierend und vielschichtig. Ja, dieses Thema, glaube ich, dass oftmals, wie du auftrittst und was dann dahinter steckt, dass das alles nur eine Fassade ist. Also ich glaube, das sind so... sehr viel Subtext. Genau, immer viel Subtext und das fand ich immer sehr intelligent. Das ist halt, das ist nämlich die Sache bei den Dialogen dieser Serie. Es wird A gesagt, aber B wird gemeint, aber eigentlich denkst du als Publikum an C. Also das ist halt diese vielen, vielen Ebenen des Dialogs, die sich da offenbaren, weil auch Figuren dann einander verraten und hintergehen. Und ich liebe Mad Men. Ich kann es nur empfehlen. Von daher. Wo läuft das denn? Auf Wow. Ja, habe ich schon gesagt. Genau. Wow. Genau. Deswegen, ich fange mal ganz kurz an mit meiner Top 3, weil da ist Mad Men tatsächlich mit drin. Es ist, wie gesagt, eine meiner Lieblingsserien. Ich mach's ganz schnell, auf Platz 3 ist It's Always Sunny in Philadelphia. Das ist eine Comedy-Serie, über die ich schon tausendmal gesprochen habe in diesem Podcast und anderweitig. Es ist meine Comfort-Serie. Das, was Friends für viele ist, so die Serie, die man immer wieder mal anmachen kann, die man mal gucken kann, ist für mich It's Always Sunny in Philadelphia. Es ist Friends of Crack, könnte man das bezeichnen. Es geht sehr viel um Crack, es geht sehr viel um, wie man Geld macht. Es geht um die niedersten Themen, die es so gibt. Es wird sehr viel geschrien. Die Serie gibt's auf Wow zumindest. Aber nächste Woche kommen Staffel 1 bis 14 auf Amazon Prime. Genau. Aber es gibt 16 Staffeln. Sehr empfehlenswert. Platz 2 ist Mad Men, wie gesagt. Platz 1 wird ewig bei mir einfach wegen dem Impact, den es auf mich persönlich hatte, Game of Thrones sein. Ja. Also, wenig überraschend. Wie ist es bei euch mit der Top 3? Ich hatte auf Platz, Game of Thrones tatsächlich nur auf Platz 5, also ich hatte immer so ein Top 10 Ranking irgendwie so vorsichtshalber gemacht. Auf Platz 3 ist bei mir Breaking Bad tatsächlich. Auch nicht viel überraschend.
auf Platz 2 ist Succession, ja. Und auf Platz 1 auch nicht überraschend, Fleabag. Ja, weil ich einfach auch finde, dass diese Serie all ihren Hype verdient hat. Ich gucke die auch einmal pro Jahr wirklich und sie schafft es immer wieder, dass ich traure, lache, weine, glücklich bin zusammen mit Phoebe Waller-Bridge und der Figur Fleabag. Und ich finde, die hat auch noch so viele weitere Ebenen, die die Serie viel reichhaltiger machen, als es auf dem ersten Blick es erscheint. Mhm. Finde ich auch toll. Marius. Top 3 auf dem dritten Platz, Breaking Bad, vielleicht auch so ein bisschen, um dieser Liste was entgegenzusetzen. So von wegen, hey, was fällt euch ein? Auf Platz 2, wie schon erwähnt, Twin Peaks, weil Staffel 3 auch ein grandioses Seherlebnis, was auch vollkommen mit TV-Erwartungen bricht. Und auf 1, Sopranos, einfach weil Evergreen, also großartig. Ja, welche habt ihr denn irgendwelche Serien, die ihr jetzt unbedingt nachholen wollt? Weil ich denke mir so, also ich will auf jeden Fall Better Call Saul sehen seit Ewigkeiten und BoJack Horseman allerdings auch. Und dieses Reservation Dogs hat es mir sehr angetan. Also für mich genauso Better Call Saul nochmal so ein kleiner Reminder, die Liste. Genau, Mad Men nochmal eine Chance geben auf jeden Fall. Ich habe auch zweimal angefangen, ist so, oh mein Gott. Aber es sah halt geil aus. Also dem würde ich nochmal eine Chance geben. Und auch dieses Reservation Dogs, gerade weil es so kurze Folgen sind und 3 Staffeln. Da heizt man sich jetzt auch nicht so einen 7-Staffler auf gerade. Ja. Sondern ich glaube, das kann man ganz gut gucken. Ja. Ich habe mir ja den 5-Staffler The Wire auf, ich habe das Wort nicht mehr im Kopf. Aufgeheizt, danke. Aufgeheizt, ja. Hast es gerade vor einer Minute gesagt. Und natürlich BoJack Horseman, obwohl ich da vielleicht bis zum Frühling mit warte, wenn es draußen wieder ein bisschen netter aussieht. Ich weiß es nicht. Das ist meine Angst, so eine Serie, die sich halt um so ernste, krasse Themen setzt, dass sie sich einfach so krass runterziehen kann. Ja, das ist auch mal ein bisschen so bei Main so, okay, vorsichtig. Typische Winterzeit. Ja. Mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall auch bei mir auf meiner Watchlist. Ja. Kommen wir zu Sachen, die ihr generell jetzt beginnen könnt zu schauen, nämlich zu den Starts der Woche. Und wir fangen an im Kino mit einem, ja, vielleicht einem der letzten großen, epischen Filme, die dieses Jahr ins Kino kommen. Ja. Und zwar ist es Ridley Scotts neuestes Werk Napoleon. Mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle und Vanessa Kirby. Es geht natürlich um den großen französischen Feldherrn Napoleon. Seinen Weg zu Ruhm macht. Und hauptsächlich auch zu seiner Liebe zu Josephine, die von Vanessa Kirby gespielt wird. Jonas hat eine Kritik gemacht und es wird auch noch ein ausführliches Video über die historischen Hintergründe des Films geben. Ja, war so ein Jonas-Ding. Was mich sehr erfreut. Wir haben ihn ebenfalls gesehen, Xenia und ich. Ja, ja. Wie fandest du den Film? Napoleon oder eher der britische Napoleon, nicht der französische. Ja. Ich fand den mittelmäßig tatsächlich. Ja. Also ich fand die Schauwerte extrem krass an einigen Stellen. Ein, zwei Schlachten haben mich aber auch enttäuscht. Und ich war positiv überrascht, wie lustig er doch ist. Also in der Mitte hat er sich gar nicht wie so ein Epos angefühlt, sondern eher wie so ein Drama, was auch so ein bisschen so ein Potenzial hat, auch eine Romanze, so eine Dramedy zu sein irgendwie. Dramedy-Rom-Com-mäßig. Aber da wurde ja auch vieles hollywoodisiert. Das hat Jonas auch schon uns so ein bisschen durch die Blume gesagt, dass da. Wie ungenau historisch der Film ist, ja. Wie ungenau? Es ist das Hollywood-Ding. Also, es ist die Hollywoodisierung von Napoleon. Mhm. Und ich glaube, das wird der historischen Figur nicht gerecht. Auch wenn Ridley Scott die ganze Zeit gegen alle Kritiker schießt, die irgendwas sagt. Das ist mega unfassbar. Lustig. Ridley Scott einfach so, sag nur gute Sachen. Der wurde darauf angesprochen, dass Franzosen den Film nicht mögen. Und hat er geantwortet, ach, die mögen sich doch selber nicht. Ich finde, darüber könnte man auch alleine einen Film machen. Ich finde, das ist so unsympathisch. Wie kann man darauf so antworten? Man muss dazu sagen, Joaquin Phoenix spielt gut, aber halt keinen guten Napoleon. Mhm. Ich musste tatsächlich die ganze Zeit so ein bisschen an Bo is Afraid, der ja auch dieses Jahr lief, und natürlich an Joker denken. Und es hat dadurch so eine creepige. Ja, sowas. Creepigen Vibe. Ja, es ist auch ein creepiger Napoleon. Mhm. So ein sexhungriger Napoleon ist das. Vanessa Kirby dagegen, großartig. Ich finde sie in Mission Impossible, fand ich es mal ein bisschen underwhelming. Mhm. Ja. Hier großartig. Und jetzt bei aller Kritik, Alper, willst du diesen Film noch sehen? Also eigentlich, mir haben die Kritiken online waren wirklich alle nicht gut zu dem Film. Deswegen ist meine Vorfreude komplett geplatzt. Ich muss dazu sagen, da soll ja noch mal ein Director's Cut kommen, eine vierstündige Version auf Apple TV Plus. Ich habe mir überlegt, ob ich die abwarten soll. Ich frage mich da, weil Ridley Scott hat auch gesagt, 2,5 Stunden ist genau die richtige Länge für einen Film. Und
warum dann nochmal so viel länger? Nur weil es dann im Fernsehen läuft? Weil er wahrscheinlich alle historischen Sachen, die er nicht mit in den Film gepackt hat, abhandelt. Genau, dann wäre das korrekt historisch. Und ich finde, die Handlung plätschert sowieso schon so dahin, irgendwie gerade in der zweiten Hälfte. Und ich glaube, ich weiß es nicht, ob ich dir das empfehlen würde. Also wenn du so Bock hast auf so ein paar Schlachtszenen, guck dir die besten vielleicht an. Ja. Best of Napoleon. Das ist schon Best of Napoleon. Ja, quasi, also es wirkt wie so ein Reel von den krassesten Kämpfen von Napoleon. Ja. Und ich fand, da habe ich auch echt schon Besseres gesehen. Also gerade bei Game of Thrones zum Beispiel, auch was die Kampfszenen angeht, mal in die, also ins, von der Inszenierung her reingehen in die Kampfszenen, immersiv das zu fühlen, anstatt von so einer Vogelperspektive, so von außen, was natürlich dann auch irgendwie schön aussieht, aber dann sieht es auch nicht so schön aus, wie es sein könnte. Also das habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Es geht epischer, aber er hält nicht hinterm Berg, wie brutal Schlachtszenen sind. Also das geht, das ist ordentlich und dann denkst du, oh fucking hell, was passiert gerade? Mhm. Ich finde, um es nicht ganz zu verteufeln, den Film, wenn man die historischen Sachen ausblendet und sagt, okay, boah, ich nehme das hier nicht für bare Münze und ich will einfach mal 2,5 Stunden irgendwie pseudohistorische Sachen im Kino sehen mit ein paar schönen Bildern und einem weirden Hauptcharakter, dann kann man Napoleon auf jeden Fall sehen, aber man soll es auf jeden Fall trennen von dem wahren Napoleon. Deswegen ist es okay. Ich werde es gucken, weil es Ridley Scott ist. Durchaus. Ich meine, auch der Final Cut von Blade Runner ist so viel besser als die Kinoversion. Deswegen warte ich vielleicht den Director's Cut ab. Das stimmt. Aber ja. Bevor du jetzt zum nächsten, zum nächsten kommt, was startet, ich habe noch was hinzuzufügen, weil das ganz wichtig ist, was diese Woche auch noch im Kino startet. Ein ganz großer Tipp von mir für alle, die es ein bisschen brutaler möchten, den Film Farang. Farang ist ein Wort aus Thailand, das wohl, das hat irgendwas mit Nasen zu tun, aber so werden Europäer und Europäerinnen bezeichnet, wenn ich das richtig weiß. Also auf jeden Fall, ich glaube, das steht für Langnase. Langnasending. Genau, Langnase heißt das, glaube ich. Wir haben da mal im Podcast auch schon drüber geredet, ich glaube, das war sowas. Ja. In Deutschland heißt dieser Film Farang Schatten der Unterwelt. Aber bevor man sich jetzt darüber wieder lustig macht, ich glaube, auf Englisch heißt der Film Mayhem. Auch nicht so cool. Also, warte, Farang, das ist Farang, so eine Band. Mayhem? Oder? Ja, nee, einfach nur Mayhem. Ach so. Auf jeden Fall, ich zumindest habe den Film als einen der besten Filme auf dem Fantasy-Filmfest bezeichnet. Es ist ein sehr blutiger Film. Es geht um einen Ex-Häftling, der aufgrund einer Verstrickung mit einer Drogengang fliehen muss aus Frankreich nach Thailand. In Thailand lernt er eine Frau kennen, verliebt sich, es kommt zu einem Zeitsprung, die beiden haben geheiratet und eine Tochter gezeugt, die auch schon, ich weiß nicht mehr wie alt, so 6 oder 7 oder sowas ist. Und seine Vergangenheit holt ihn ein, seine Tochter wird entführt und er begibt sich auf einen blutigen Rachefeldzug, um die Tochter zu finden. Taken meets The Raid. Ich wusste, ich habe es an deinem Gesicht erkannt, du darfst da Taken. Es ist Taken meets The Raid, weil der Hauptdarsteller heißt Nassim C. Ahmed. Der ist fantastisch in dieser Rolle. Der hat eine unglaubliche Statur und Physis. Und es geht wirklich, also es ist sehr viel Martial Arts steckt mit drin, aber auf die, also auf eine sehr brutale Art. Und das Tolle ist halt, dass diese Szenen so The Raid-artig halt extrem gut funktionieren, die sehr gut gemacht sind, sehr blutig sind, sehr viel Spaß machen. Aber gleichzeitig ist halt auch die Story einfach nicht dumm. Ja, sie ist einfach gestrickt. Ja gut. Nicht besonders. Aber sie ist auch sehr, also sie erfüllt ihren Zweck. Ja, was sich trägt, das trägt sich halt. Ne? Genau. Ja. Und der Film lebt dann von der Inszenierung ähnlich. Das ist genau dasselbe, was ich immer über Mad Max Fury Road sage. Kritiker sagen immer wieder, ja, die fahren halt hin und fahren zurück. Okay. Ja, es ist der Mittel zum Zweck und der funktioniert. Auch hier bei diesem Film funktioniert es fantastisch. Von daher kann ich diesen Film Farang nur empfehlen, wenn man so richtig Haut drauf haben will. Schön. Der nächste Start hat mich ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Was ist das? Und zwar geht's um Australia mit Nicole Kidman und Hugh Jackman. Und viele Leute werden sagen, hä? Habe ich doch schon gesehen. Das ist doch ein Film von 2008. Nein, es gab anscheinend genug Material, um aus diesem Film noch eine Serie mit 6 Folgen zu machen. Und die gibt's jetzt ab dem 26. auf Disney Plus zu sehen. Und grob, es spielt in Australien im Jahr 1939. Und da reist die adlige Sarah nach Australien, weil ihr Mann hat dort eine Rinderfarm und er soll sie betrügen und sie will dem quasi auf die Spur kommen. Aber sie findet ihren Mann ermordet vor und mit Hilfe des Viehtreibers Drover, der von Hugh Jackman gespielt wird, versucht sie dahinter zu kommen und er hilft ihr so ein bisschen im Alltag und beziehungsweise mit dem neuen Leben in Australien. Mhm. Und der Film ist auch top bewertet und ich glaube, die Serie wird dann wahrscheinlich
dem eine gute Ergänzung zu sein. Also wer den Film gesehen hat, wird in dieser Serie vielleicht auch nochmal einen guten Rewatch kriegen mit ein bisschen mehr extra. Ja. Passiert ja öfter, die drei ne? Personen, die Bock drauf haben. Ich glaub schon. Also, nein, also ich meine, es ist Hugh Jackman, ne? Also, ja, es ist Baz Luhrmann. Ich finde Baz Luhrmann wahnsinnig anstrengend. Ich bin auch überhaupt kein Fan von seinem neuesten Film Elvis gewesen. Ich mag Australia auch nicht besonders. Ich finde den auch zäh und überdramatisch und aus noch was bei verschiedenen Gründen. Wirklich, ich mag den nicht. Ich finde, mit dem kann man mich jagen, tatsächlich. Aber ich meine, ich bin auch generell kein Baz Luhrmann-Fan. Aber boah, so Melodram und dann irgendwie ist das alles so dick aufgetragen. Aber ich meine, ich kann mir vorstellen, die sind halt zwei große Stars, ne? Mhm. Und ich sage das jemand, der langsame und auch teilweise, ich habe ein dreistündiges Melodram aus den 40ern gesehen und den sehr gemocht. Mhm. Also es kann nicht, egal, ja, ich Ja, aber ich es ist ja auch okay. Ja. Ich habe den auch lange nicht mehr gesehen, vielleicht. Ja. Vielleicht ist die Serie besser. Vielleicht ist die Serie besser, ja. Und der letzte Tipp, den wir heute haben, ist mal was ganz anderes tatsächlich, weil eigentlich haben wir sowas noch nicht empfohlen, glaube ich. Und zwar geht es um eine Reality-Show, aber die basiert auf einer super erfolgreichen, ist es immer noch die erfolgreichste Netflix-Serie? Ich weiß es nicht. Ja. Sie hat uns aber alle durch die Corona-Zeit geholfen. Es geht um Squid Game. Tiger King. Und zwar hat man tatsächlich jetzt daraus Squid Game The Challenge gemacht. Das ist eine 10-teilige Reality-Spielshow, eher gesagt, und es treten 456 Kandidaten und Kandidatinnen an, um halt in Squid Game Challenges zu spielen. Genau. Ja. Es geht immerhin um 4,56 Millionen US-Dollar, genauso viel wie Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Ja, die Frage ist halt jetzt so: Squid Game war cool, weil es darum ging, dass Leute getötet werden. Ja, also das hat halt den Reiz deswegen ausgemacht. Hast geguckt, genau, ja. Es geht ja um den Reiz. Es war eine brutale Serie und es ist so ein das klassische Manhunter-Spiel, so das Spiel auf Leben und Tod. Und jetzt ist es halt aber so. Aber auch das Mysterium, warum dieses Spiel von wem und das hat ja schon noch eine Handlung darum. Aber es war halt ultra brutal und die Spannung hat sich auch dadurch generiert, weil okay, boah, wer überlebt jetzt? Ja. Und dieser Druck, weil man hat sich, ich fand immer so, okay, boah, was ist, wenn ich in die Situation wäre? Ich würde diesem Druck auf keinen Fall standhalten können. Allein dieses Kratzspiel, was die da machen, unfassbar krass. Und jetzt ist es halt eine Spielshow und ich musste irgendwie so ganz an alte Zeiten denken, so die 100.000-Mark-Show und so Ninja Warrior. Also ganzen halt. Ich finde, es ist aber auch extrem dystopisch, oder? Also können wir mal bitte drüber reden, weil es ging ja in der Serie darum, dass diese Show zur Belustigung der extrem Reichen veranstaltet wird und zur Ausbeutung von armen Menschen, die halt versuchen, dieses Preisgeld zu kriegen. Und jetzt, so, das war ja in dieser Serie, finde ich, egal wie viel man die Serie auch kritisieren mag, vielleicht, dass das dann nicht so kritisch eingearbeitet wurde, aber trotzdem war das so ein bisschen die Botschaft und jetzt wird daraus halt einfach das, was sozusagen problematisch war oder so, nicht problematisch, aber schwierig einfach oder ne, so Ausbeutung. Was das Thema dieser Serie war. Das Thema dieser Serie wird halt jetzt als Reality-Show einfach so für unsere Belustigung. Ich finde, das ist so schwierig, ich weiß es nicht. Das Ding ist halt, sowas passiert ja irgendwie gefühlt immer wieder. Es gibt so einen ganz alten Klassiker vom WDR, das Millionenspiel. Mhm. So ein Film, da geht es darum, dass es eine Spielshow eine fiktive und der Film ist so aufgezogen, als wenn das gerade wirklich diese Serie wäre, diese Spielshow wäre. Und es geht darum, dass ein Mann von Auftragsmördern gejagt wird und der muss überleben und dann gewinnt er eine Million. Mhm. Und das Ding, was wurde ausgestrahlt und es ist irgendwann auch im Giftschrank des WDRs gelandet, warum auch immer, es ist großartig, es wurde einmal noch ausgestrahlt. Am Ende der Serie haben halt des Films haben halt Leute angerufen vom WDR, wie kann ich teilnehmen? Also von wegen, also Message nicht ganz so verstanden oder sich halt so von wegen, ja, ich würde das auf jeden Fall schaffen. Ich finde so Squid Game, es hat so ähnliche Dinger. Du hast irgendwas, das dir irgendwie so eine gewisse Botschaft übermitteln möchte und ich finde so, ja, ich würde das auf jeden Fall schaffen. Ich will das machen, ich will das Geld. Ja. Und das ist halt so, ja, es wirkt so ein bisschen wie so ein billiger Sellout. Ja, so, 100%. Lass eine Show draus machen. Also richtig so Kapitalismus 100%. At its best. Ja, aber größter TV-Preis überhaupt, ne? Ja. Also das größte Preisgeld jemals. Ja, aber das macht es ja nicht besser. Das macht es genau, ja nur noch absurder. Das macht es schlimmer, aber ich finde es halt wirklich unfassbar. Ja. Also, Und gerade, ich meine, ich liebe das südkoreanische Kino dafür, dass eben genau dieses Thema, also der Kapitalismus und so der Klassenunterschied, die Schere, die immer weiter auseinander geht, dass das ein Thema ist im südkoreanischen Kino und in den Serien da. Mhm. Das mag ich so sehr. Und jetzt kommt der Netflix daher und macht diese Reality-Show. Ist schon lustig. Ja, wer will's gucken, wir alle, ne? Ja, noch kurz, es startet am 22., das heißt zum Tag, an dem wir das hier erst aufnehmen. Das heißt, wenn der Podcast kommt, läuft das bereits. Ja, ich bin gespannt, wie sie es umsetzen, ob dann
Wird es dann Scheinhinrichtungen geben oder so etwas? Also von geben? Scheinhinrichtungen? So, so von wegen, oh, ne, da gibt es so dieses schlimm. Spiel, wenn die da, dann werden die von Scharfschützen abgeschossen, werden ja. die dann mit Paintball abgeknallt? Ich weiß es nicht. Es muss ja irgendwie diese Brisanz von Squid Game drin haben, ohne dass es so, ja, du bist raus, geh vom Spielfeld. Ja. Es gab Gerüchte bei dem Dreh, dass ja Leute wirklich Verletzungen erlitten haben und dass auch Krankenwagen und sowas kam, aber das hat sich jetzt als Gerücht erwiesen. Also es gab dann Leute, Instagram-Seiten, die dann gepostet haben, hier so und so viele Leute sind schon verletzt. Was natürlich dann auch für die ankurbelt natürlich Neuigkeitswert und Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Ja, ja, ich finde es wirklich einfach nur makaber. Gut, aber, ja, schauen wir mal rein, vielleicht. Ja. Dann haben wir natürlich noch ein paar. Jetzt kommen wir noch kurz zu Television Strikes Back. Kurz ein paar Tipps. Wenn ihr heute am Freitag guckt, könnt ihr auf ProSieben King Arthur Legend of the Sword gucken. Ich finde den geilsten Guilty Pleasure von mir. Ist ein Guilty Pleasure auch von mir. Wo wir bei historischen Figuren nicht korrekt umgesetzt sind. Das ist keine historische Figur. Doch. Das ist ein King Mythos. Arthur ist eine mystische Figur, ja, die wahrscheinlich nie existiert hat. Yeah. Aber es spielt nach. Schon aber so mit ja. Zeit, einer ja, Zeit, einer Wagenzeit. Ja. Am Samstag gibt es einen Klassiker beim ZDF. Wetten das? Und mal, wo wir bei Spielshows waren. Aber auf ProSieben läuft gleichzeitig Django Unchained. Danach könnt ihr die Wiederholung von King Arthur vielleicht dann ungeschnitten sehen, direkt. Und auf Sat.1 gibt es noch Transformers 3. Also es gibt durchaus ein paar Hollywood-Kracher auch am Wochenende im Fernsehen zu sehen. Ja, schreibt uns gerne auch mal in die Kommentare, ob euch die Fernsehtipps helfen, ob ihr das witzig findet, würde uns sehr interessieren. Ich habe jetzt noch einen ganz besonderen Tipp mitgebracht, einen riesigen Tipp. Einen ganz, ganz, ganz großen Spieletipp. Also, ich habe vor kurzem Tetris sowieso. Ich habe vor kurzem Spider-Man 2 durchgespielt. Ja. Auf der PS5. Ne? Abgehakt. Auch ich mochte das extrem gerne. Mir hat es riesigen Spaß gemacht. Gut. So, dann dachte ich mir, okay, gut, was guckst du jetzt? Was schaust du jetzt? So, du hast dein Leben wieder. Bin aber irgendwie auf PS Plus gestolpert. Das ist so ein Abo-Modell von PlayStation, ne, wo man auch immer wieder jeden Monat auch ein paar Spiele bekommt. Und da war ein Spiel dabei, das ich mal vor ein, zwei Jahren schon mal gehört habe und das wirklich in den höchsten Tönen immer wieder gelobt wird. Dieses Spiel heißt Disco Elysium. Disco Elysium. Ich kenne niemanden, der das gespielt hat. Das Spiel gibt es aber eigentlich quasi für jede Plattform, die so existiert. Also für Windows, für Mac, PS4, PS5, Stadia, sämtliche Xbox-Konsolen, die Switch und so weiter und so fort. Die Hardware-Anforderungen dürften noch nicht so hoch sein. Also es dürfte wirklich, sehr viele sollten das spielen können. Und zu der Serie ist eine zu dem Spiel ist eine Fernsehserie geplant. Mm, okay. Das noch zur Info. Spannend. Dieses Spiel hat mich komplett in seinen Bann gezogen, wie es selten ein Spiel nur tut. Es ist ein extrem erzähllastiges Rollenspiel. Mhm. Man erwacht als Ermittler der Polizei im Endstadium seiner Alkoholkrankheit in einem Hotelzimmer und hat Amnesie. Man kann sich an nichts erinnern. Man kann sich aber auch an die gesamte Welt nicht erinnern, wo man gerade steckt. Es ist nämlich nicht unsere Gegenwart, es ist nicht unsere Welt. Es ist eine völlig fremdartige Welt mit einer fremdartigen Stadt, die noch immer von einem Krieg gezeichnet ist, der angeblich Jahrzehnte vor der Handlung stattgefunden hat. Ravishaw heißt diese Stadt. Und man ermittelt, das erfährt man dann von den Figuren, die halt um einen herum in diesem Hotel halt existieren, dass man in einem Mordfall ermittelt, denn seit ein paar Tagen hängt hinter dem Hotel im Hinterhof ein Mann an einem Baum, der da gehängt wurde von einer Meute. Und man gelangt bei der Ermittlung in eine einzige politische Verstrickung mit riesigen Konzernen, einer Stadt, die im Verbrechen versinkt, einer Gewerkschaft, die auch sehr brutal agiert. Und das Worldbuilding in dieser Serie, in diesem Spiel ist immens. Also es ist halt eine völlig fremdartige Welt, aber auch mit Teilen unserer Popkultur. Also es gibt Disco-Musik, es gibt die Disco-Kultur, es gibt Rock, es gibt Punk. Ist irgendwie so seltsam retro-futuristisch. Und es sieht extrem schön aus, es ist so sehr wasserfarben, aquarellartig gezeichnet, gemalt. Es gibt, es sind so sehr komplexe Rollenspielmechanismen, die so im Hintergrund stattfinden. Man muss eines wissen, bevor ich das jetzt einfach so empfehle. Es fühlt sich teilweise an wie ein visueller Roman. Mhm. Man geht von Dialog zu Dialog
und trifft Entscheidungen und hat so Skill-Checks. Und ich dachte nämlich ursprünglich, es gäbe sowas wie rundenbasierten Kampf, wie in Shadowrun. Das ist so eine Reihe, die ich sehr liebe. Gibt es gar nicht. Das lebt wirklich komplett von den Dialogen. Und das Geile ist, sag Bescheid, wenn ich euch langweile. Nein, das ist schon spannend. Ich versuche gerade so parallel zu sein. Es ist ein bisschen so ein bisschen Heavy Rain, so, aber auch ein bisschen nee. So Point and nee. Click Adventure. Auch nicht. Auch nicht. Es ist eher wie ein Pen and Paper als Videospiel. Mhm. Es, schon mal gut. Ja. Man muss wirklich extrem viel lesen. Es ist extrem. Also es lebt nur von dem, wie es geschrieben ist. Und es ist wahnsinnig gut geschrieben. Und es gibt aber auch einen sehr komplexen Mechanismus, der da auch teilweise im Hintergrund passiert. Es gibt 16 verschiedene Charaktereigenschaften, wie bei einem Pen and Paper, die man halt leveln kann. Bewegst du dich denn frei und in welcher Perspektive ist das? Also ja. Du kannst machen, was du willst. Es ist zweidimensional, es ist isometrisch. Okay. Du bewegst dich in dieser halt sehr schönen Welt halt frei durch, redest mit Figuren, findest Objekte, Gegenstände, versuchst durch Türen zu kommen und so weiter und so fort. Ist angeblich inspiriert vom Spieleklassiker Planescape Torment. Ich habe das aber nie gespielt. Und die Sache ist, was so richtig krass ist, immer wieder im Dialog findest du Gedanken in deinem sogenannten Gedankenkabinett, so heißt dieses Ding. Das ist wirklich ein Menü, du öffnest das Gedankenkabinett und du hast verschiedene Punkte, Gedanken, die du auswählen kannst, die du quasi im Laufe des Spiels erforschst. Also du entscheidest quasi, wie deine Figur denkt, welche Gedanken sie entwickelt. Das können extrem politische Themen sein, das können aber auch ganz alltägliche Gedanken sein. Und je nachdem, welchen Gedanken du nimmst, so entwickeln sich innere Stimmen, die anfangen zu dir immer wieder zu sprechen in unterschiedlichsten Momenten. Und diese inneren Stimmen führen sogar teilweise Dialoge miteinander. Krass, okay. Und du kannst auch, je nachdem, mit welchen Figuren du sprichst und welche Gedanken du ausgewählt hast, so verändern sich auch die Dialoge. Also ich kann mir nicht vorstellen, und die Entwicklung dieses Spiels hat auch viele Jahre gedauert, wie viel Zeit erstmal in das Writing, weil es ist unglaublich viel, aber auch wie viel Zeit in dieses Gedankenkabinett geflossen sein muss. Das ist unglaublich, wie diese inneren Stimmen teilweise miteinander interagieren. Das klingt unfassbar. Es ist unfassbar, ja. Aber wie schade, dass dann das Spiel so unter dem Radar läuft? Oder wann kam das raus? Nee, es war schon auch erfolgreich. Ach so, okay. Wie lange spielt man daran so? Also, ich habe das mal geguckt auf How Long to Beat, weil ich gucke das immer bei jedem Spiel, wie lange das dauert, wie viel Zeit ich hier investieren muss. Wenn man nur das Wichtigste macht, die Hauptstory, ist man angeblich so in 20 Stunden durch. Wenn man alles macht, ja, ist okay. Und geht aber so bis 50, 60 Stunden oder sowas hoch, wenn du alles machst. Und ich mache leider alles. Ich will auch AAA-Sachen, die kürzer sind. Ich bin leider auch halt jemand, das ist halt wirklich, damit muss man rechnen. Du hast dann zum Beispiel in einem Dialog mit einer Figur so 12 Sachen, die du aussuchen kannst, also 12 Sachen, die du besprechen kannst. Davon sind vielleicht 3 wichtig für deine Quests. Ich bin halt jemand, der alle 12 abhakt, der das unbedingt alles auch wissen möchte, der dann aber auch jedes Mal, wenn du dann zum Beispiel in Punkt 1 eingehst, dann öffnen sich aber halt nochmal 8 Fenster. Oh, das 8 wird, Sachen, das, die du. Das wird auch dieses, das wird mich auch hart triggern. Dieses, ich möchte aber auch wissen, was. Ja. Okay, da könnte ich gar nicht ganz schwer entscheiden. Aber es hört sich so einem, richtig geil an. Film, wo du so wählen musst, welche Varianten sozusagen deine Zukunft bestimmen. Ich habe mir gerade so ein paar Bilder auch geguckt. Also es fühlt sich an so ein bisschen dieses Feeling, was so damals die ersten Fallout-Teile hatten, so ein bisschen. Oh, also durch die Welt laufen, aber einfach dann noch irgendwie so. Einfach noch so einen fetten literarischen Wälzer drauf geklatscht. Genau, genau. Also es ist literarisch auch wirklich extrem wertvoll und anspruchsvoll. Dieses Gedankenkabinett liebe ich, weil du kannst dann quasi während der Handlung dieses Spiels auch entscheiden, bist du jetzt, was möchtest du werden? So ein radikaler Ultraliberaler? Möchtest du ein gemäßigter Kommunist werden? Möchtest du in deinem Polizeikorps aufgehen oder im Drogensumpf versinken, weil du auch immer wieder mit deinen Süchten kämpfst, die halt auch immer wieder auf dich einreden und du hast teilweise wirklich spielmechanische Nachteile, wenn du deiner Alkoholsucht nicht nachgehst und so. Möchtest du die Gewerkschaft unterstützen und du versinkst halt immer mehr in so einem Sumpf. Es gibt auch teilweise sowas wie Permadeath. Also du kannst auch teilweise richtig einfach sterben. Also ich habe das so anfangs schmerzhaft. Nee, du kannst schon noch speichern. Okay. Also, musst du aber nicht. Okay. Also du kannst, also ich mache schon relativ oft einen Quicksave, weil ich nicht nochmal von vorne anfangen möchte.
So, der Grad an Immersion ist auch immens. Ich finde es teilweise auch wahnsinnig deprimierend, gerade wenn es eben um so Themen wie Sucht geht. Und es bahnt sich auch gerade bei mir eine Storyline an über eine verflossene Beziehung, die extrem, also eine Ehe, die gescheitert ist. Das ist jetzt kein Spoiler, keine Sorge, aber das ist auch, glaube ich, wahnsinnig deprimierend, das gesamte Thema. Viele werden das nicht mögen, viele werden das als zu zäh, man muss zu viel lesen, so abwinken. Viele werden auch sagen, das ist prätentiös, wie die Dialoge geschrieben sind, oder bedeutungsschwanger. Mich hingegen hat es komplett, also es fühlt sich schon auch manchmal an, als wäre es so speziell für Game-Reviewer und Reviewerinnen gemacht worden oder für Video-Essays auf YouTube und so. Aber es hat halt einfach diese, also es ist so komplex und so mitreißend, diese gesamte Welt und diese Handlung. Ich bin wirklich hin und weg von diesem Spiel. Also würdest du doch eher sagen, das ist sowas, man muss sich sagen, ich habe jetzt, keine Ahnung, 4-5 Stunden Zeit, ich fange mit der Session an. Das ist nicht so, ich spiele jetzt eine halbe Stunde, morgen mal wieder. Ja, das ist eher, so ein am Stück spielen bitte und vielleicht an einem Wochenende komplett mal. Ich kann mir, also, ich hatte gestern den Fall, ich hätte noch eine halbe Stunde Zeit zum Zocken gehabt. Nee. Das spiele ich das nicht. Spiel auf gar keinen Fall. Ja, okay. Nee, ich will mir dafür schon auch immer ein paar Stunden Zeit nehmen. Das heißt, du hast jetzt auch wieder kein Leben, weil du halt im Vorhinein meintest, ah, du hast jetzt wieder Zeit. Ah, okay. Ja, es war dumm, da mal kurz reinzugucken. Aber es war halt in PS Plus, also ne, ich zahle zwar das Abo, aber es war halt dann quasi kostenlos. Und ich wollte nur reingucken und diese Welt ist halt so faszinierend, aber auch so deprimierend und so düster und ich bin ein Riesenfan von diesem Spiel, jetzt schon. Danke für den Tipp, nachdem wir gesagt haben, ich muss noch 3 Serien gucken. So. Ja. Ja, aber vor allem, ne, gerade du mal als Pen and Paper Fan, dieses Spiel ist genau das in Essenz. Das ist, ich hole mir jedes Jahr, oder ich gönne mir so an Weihnachten rum ein Spiel, was ich spiele, also Computerspiel oder Konsolenspiel. Und ich könnte mir vorstellen, das wäre jetzt gut. Ja. Ich glaube, letztes Jahr war Cyberpunk und sowas. Das war nicht so geil. Ey, hol dir Disco Elysium. Ich glaube, dein Laptop, den du hast, der packt das Spiel auch. Top. Ja. Aber wenn wir schon dabei sind, um uns noch ein bisschen was auf die Listen zu schreiben, was man noch gucken, konsumieren, sonst was kann, habt ihr noch irgendwelche Tipps, die ihr unbedingt noch loswerden wollt? Damit wir wirklich mit einer langen Liste heute rausgehen können, alle. Ja, willst du? Ja, gerne. Ich habe eine Serie gesehen, die ich unbedingt empfehlen will. Für alle Animationsfans da draußen, Blue Eye Samurai. Das ist eine Serie auf Netflix. 8 Folgen, die, glaube ich, vor 2 Wochen oder sowas rausgekommen ist. Und ich habe die in einem Sitting von Anfang bis Ende durchgebinged. Unfassbar, also die Animation ist wirklich richtig toll, die Story ist sehr immersiv auch, die Welt ist das so Mittelalter von Japan, in so einem protektionistischen Staat, der alle Grenzen zugemacht hat und es geht eben um so eine Rachegeschichte und extrem gut erzählt, auch mit so surrealen Elementen ganz am Ende und ich finde auch, es ist eine der besten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es auf jeden Fall auch. Hab ich auch vor. Hab mich umgehauen. Auf der Liste. Ja, auf der Liste. Ja. Ich habe einen Film gesehen, ich habe das dann doch irgendwie mehr reinquetschen können zwischen Spider-Man und Disco Elysium. Ich habe Aftersun gesehen. Das ist ja ein Film, den du, Xenia, und Lenny ja vergöttern, würde ich mal sagen, lieben. Ja, so ungefähr. Jonas mochte den gar nicht so sehr, deswegen war ich so, ich bin mal gespannt, wie ich da mich einordnen werde. Und ich glaube, ich bin zwischen beiden Lagern. Okay. Ich muss dazu sagen, es ist ein Film mit Paul Mescal. Er spielt einen Schotten, der mit seiner 8-jährigen Tochter, ich glaube, sie ist so 8, in die Türkei reist, um da einen Urlaub zu verbringen in einem All-Inclusive-Hotel. Und das war's. Das war's. Das war's. Mehr passiert, also es passiert nicht viel in diesem Film, muss man dazu sagen. Ja. Es ist auch ein Film, der sehr durch Atmosphäre und auch so ein bestimmtes Gefühl lebt, würde ich sagen. Die Sache ist, man ist so gepolt durch modernes Hollywood-Kino. Man wartet immer auf dieses, das nennt sich das auslösende Ereignis. Man wartet so auf den Moment, wo der Alltag der Figur gebrochen wird, ein neues Abenteuer beginnt und die Handlung mal wirklich vorangetrieben wird. Da wartet man bei diesem Film ewig drauf. Ja. Der kommt nicht, weil es wirklich eine einzige Kindheitserinnerung ist. Es wird sehr viel mit Camcorder-Aufnahmen erzählt, die teilweise auch wirklich gezielt natürlich ganz schrecklich sind. So auf meinem Beamer sah das teilweise wirklich grausig aus. Ja, kann ich verstehen. Aber das ist natürlich auch die, das soll natürlich auch so sein. Es geht eben darum, dass eine Frau ihre Kindheitserinnerung quasi versucht nachzuleben. Da wird halt auch angedeutet, dass mit dem Vater vielleicht was passiert sein könnte. Und es wird sehr viel erzählt auch über Reflexionen, was mich halt auch irgendwie so sehr an so eine Kindheitserinnerung erinnert hat, weil man sich ja auch, wann sieht man sich, nämlich in den Reflexionen. So, das ist, fand ich spannend.
das ist mehr, es ist sehr schwer zu beschreiben, was dieser Film ist. Ich glaube, die meisten werden auch Probleme mit diesem Film haben. Ich fand den sehr berührend. Ja, ich auch. Ich finde auch, dass der Film lebt eben von diesem, von dieser Erinnerung, diesem bestimmten Gefühl von so Sommer, den du damals als Kind vielleicht erlebt hast, auch mit deiner Familie. Mhm. Und ich finde auch der Einsatz von zum Beispiel so Spiegeln und generell Kameras und so weiter und auch von vielleicht Inkonsistenzen in deiner eigenen Erinnerung, auch Verlässlichkeit, also sowas, was ja voll viele Themen im Film sind auch, also weil du eben ja bestimmte autobiografische Sachen oder sowas manchmal einfängst. Das kommt hier, findet sich alles in diesem Film wieder. Ich finde die Performance richtig krass, deswegen lohnt sich der Film alleine. Und es find, ich finde, es hat eine der schönsten Endszenen und intensivsten Endszenen, die ich je so erlebt habe. Stimme ich zu, ich mag diese Endszene auch sehr, vor allem, wenn man da so ein bisschen mitdenkt und sich überlegt, okay, was könnte da eigentlich gerade passiert sein in dieser gesamten Handlung? Also es ist ein Film zum Mitdenken und ich wirklich, ich behaupte, viele werden den, sehr, sehr viele werden den extrem zäh finden und ich kann das auch nachvollziehen und ich war auch stellenweise, es war jetzt kein Film, der mir Spaß gemacht hat. Es war eher so, im Nachhinein habe ich das als Kunstwerk bewundert. Ja, verstehe ich. Ich fand den als Film toll. Ich glaube, ich kann nur auch sagen, ich glaube, es ist ein Film, der im Kino noch mal mehr wirkt auch, weil man sich da noch mal bewusst ist, glaube ich, so dieser Einzigartigkeit vielleicht von dieser Handlung und auch so ein bisschen mehr gefesselt ist, vielleicht im Sitz. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal einen anderen Effekt hat. Aber ich stimme dir zu, ich habe den Film auch schon Leuten empfohlen, die dann eher gesagt haben, ah, der ist nichts für mich oder ich habe irgendwie mit was anderem gerechnet. Ja, definitiv. Ja. Ich möchte allerdings eine Sache noch dazu sagen und das sage ich als jemand, der Türkisch spricht. Die Synchro ist eine absolute Frechheit. Ich habe den in, ich habe den auf Mubi gesehen, diesem Amazon-Channel, was ja früher mein eigener Dienst war. Und da gab es den nur auf Deutsch. Fand ich schade. Ich musste den auf Deutsch gucken. Ich habe auch irgendwie keine andere, vielleicht war ich auch einfach technisch dumm. Ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, als den auf Deutsch zu sehen. Und die deutsche Synchro war wirklich, wirklich schlimm. Ich fand A, die Synchro an und für sich nicht gut. Ich fand auch nicht, dass die Stimmen in irgendeiner Form gepasst haben. Ich fand auch die Emotionen nicht gut übertragen. Was ich aber so richtig unverzeihlich fand, war, dass dann, wie gesagt, es spielt in der Türkei. Und wie kann es sein, dass türkische Figuren denen dann den beiden zum Beispiel erklären, wie bestimmte türkische Wörter ausgesprochen werden, das aber halt völlig falsch machen. So, hattet ihr keinen Türken oder eine Türkin irgendwie bei den Aufnahmen dabei, die euch mal gesagt hat, nee, sorry, es heißt so. Oh nein, aber sowas ist auch, das regt mich auch immer extrem auf. Ich muss sagen, dass daher blutet mein Herz jetzt schon ein bisschen, dass du dann sozusagen den Film auch auf Deutsch, ich muss auch sagen, ich bin da jetzt auch nicht mega Gegner generell von Synchro, aber ja, wenn das nicht, wirklich gut so, gemachte Synchro, so gut gemachte Synchro auf jeden Fall. Das halt zugänglich für mehr Leute. Ja, also aber das ist ja, das ist ja, ja, aber das ist halt, das ist ein bisschen schade, dass es halt viel in Synchronisationen, gerade wenn es jetzt nicht Englisch ist, aus Hollywood kommt, dass dann ein bisschen gestört wird. Das hast du ja ganz oft bei japanischen, bei südkoreanischen Werken und bei türkischen Sachen auch. Ja, ist ein bisschen schade. Ich habe mal Mustern gesehen. Das ist ja der Film von dieser Französin, die aber in der Türkei, glaube ich, oder auf jeden Fall ist es ein Film, der auch in der Türkei spielt und auf Türkisch spielt. Und da war ich auch stellenweise, wir haben den in der Pressevorführung mit deutschen Untertiteln gesehen, da war ich auch teilweise überrascht, so wie bestimmtes wirklich schwierig bis falsch übersetzt wurde. Ja, ja. Und hier ist es auch echt, also es tut mir auch leid, ich weiß, dass sehr viel Arbeit in die Synchro fließt und ich respektiere diese Arbeit ungemein, aber da manchmal ist die halt einfach nicht gut und das ist meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach hier der Fall. Nichtsdestotrotz, der Film ist toll und auch viele andere Synchros sind toll, bevor mir hier wieder Synchro-Bashing vorgeworfen wird. Ich fand das noch eine kurze Anekdote dazu. Eine Freundin von mir war in Anatomie eines Falls, dieser neue Film von Justine Triet, der ja auch jetzt im Kino gelaufen ist. Und da war sie in der deutschen Synchro und das war auch sehr verwirrend, weil auf der Dialogebene da eben ein Gespräch stattfindet über Sprachbarrieren. Also es geht eben um Französisch, Englisch und dadurch, dass das im Deutschen alles auf Deutsch gebügelt wurde, verstehst du überhaupt gar nicht mehr. Und das ist so ein wirklich eklatanter Punkt im Drehbuch. Also ich war wirklich kurz so, das macht ja, also das ergibt überhaupt gar keinen Sinn mehr. Das übliche Problem auch so, wie verschiedene Dialekte reinzubringen und sowas. Ja. Ey, das gibt's aber bei Aftersun auch. Ne? Also das sind halt Schotten, die da nach in die Türkei kommen und dann kommt halt, also mit manchen Figuren, mit manchen türkischen Figuren sprechen die dann halt einfach Deutsch, die deutsche Synchro, die sprechen halt Deutsch, wobei die türkischen Figuren dann aus irgendeinem Grund total gebrochen Deutsch sprechen. Ja. Und dann kommt aber auch
Dann gibt's andere Momente, wo dann irgendwie ein Kellner oder sowas kommt und die dann auf Englisch anspricht. Und dann sprechen die so auf total gebrochenem Englisch. Okay. Und das ergibt irgendwie alles überhaupt gar keinen Sinn, auch narrativ. Und da denke ich mir halt auch so, okay, das hätte man aber auch wirklich anders machen können. So, warum sprechen sie da dann Englisch und dann mit den anderen Deutsch? So, wo ergibt das? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, ich glaube auch, das ist dieser Fehler, wo ich dann manchmal denke, das ist ja nicht, also man könnte ja auch einfach eine deutsche Synchro machen und die Hauptfiguren sprechen Deutsch und dann übersetzt man es aber einfach, dass manche Figuren dann aber nicht Deutsch auch reden, sondern auch die andere Sprache, wenn es dann wirklich wichtig ist für die Erzählung. Also, dass man zum Beispiel eine türkische Figur türkisch sprechen lässt, wenn sie auch in der OV-Version türkisch spricht und nicht Englisch. Ja, also aber es ist, ich hoffe, aber, ihr alles mitgekommen. Ja, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber, es ist ja auch in dem Film so, also die werden doch auch mit den türkischen Figuren Englisch gesprochen haben in anderen Szenen oder welche Sprache haben die gesprochen? Definitiv. Also weil Paul Mescal wird ja nicht türkisch gesprochen haben in dem Film. Nein. Das hat auf jeden Fall nicht zu Irritationen geführt bei mir, als ich im Kino war. Ja, aber also ist ein Riesenthema für sich. Aber wir haben alle unsere Listen jetzt ziemlich vollgepackt. Ihr hoffentlich auch. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was eure Top 3 Serien dieses Jahrhunderts sind. Und wir verlinken euch hier noch ein Video, und zwar von Einfach Fußball zu Besuch bei Lukas Podolski, aber Spoiler, nicht bei ihm zu Hause, sondern bei ihm im Stadion. Zu Hause im Stadion in Polen. Und wir haben, also Alper hat ein ziemlich krasses Essay gemacht über Kinder des Olymps. Ich würde es nicht als Essay bezeichnen. Ist kein Essay? Nein. Ist eher ein filmgeschichtlicher. Filmgeschichtliches Video. Ja. Ziemlich geil geworden. Schaut es unbedingt an. Ja. Und ja, Daumen hoch geben, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Wir freuen uns. Tschüss.